Disclaimer. Liebe ZuschauerInnen, dies ist eine inoffizielle Fanmade Pen and Paper Rollenspielrunde. Alle Beteiligten sind Laien und keine SchauspielerInnen. Die Geschichte wird fiktiv und absolut spontan, ohne festes Skript gespielt. Die Runde wird so gespielt, wie die SpielerInnen es gerne mögen. Diese Art, das jeweilige Spiel zu spielen und oder die Spielwelt zu erleben, kann von deinen Erfahrungen und Erinnerungen teils erheblich abweichen. Lass uns unsere Erlebnisse. Wir laden dich ein, sie mit uns neu zu erfahren. Solltest du Handlungsstränge erkennen, bitten wir dich, wenn es denn unbedingt sein muss, diese nur mit Spoilerwarnung zu kommentieren. Beim Spiel kann es zur Thematisierung verschiedenster Ismen kommen. Sollte dich eine Thematik oder eine Verhaltensweise stören oder triggern, bitte achte auf dich selbst und spule vor, zurück, überspringe eine Folge oder schaue etwas anderes. Aber bitte, quäle dich nicht mit dem, was wir hier tun. Denn diese Runde soll sowohl für SpielerInnen als auch für euch ZuschauerInnen zur Unterhaltung da sein. Auch und gerade bei Themen, die schwierig sein können, bitten wir dich absolut zwischen gespielten Charakter und SpielerInnen zu unterscheiden. Alles ist fiktiv, nur ein Spiel. Fühlt euch frei, Charaktere oder Plotlines zu mögen oder nicht zu mögen, aber übertragt diese Gefühle niemals auf SpielerInnen. Vielen Dank und nun viel Spaß mit der Runde. Ja, huhu, hier wieder beim Quadion zu einer neuen Runde Pen and Paper Rollenspiel. Wir spielen heute DSA mit Arcana-Karten und wir spielen den losen Abenteuerzyklus Splitterdämmerung, daraus das Abenteuer Träume von Tod. Und wie immer mit dabei, alle hoffentlich gesund und munter, ich denke schon, nee. Unsere SpielerInnen, Emma Sierra als Mora die Schmugglerin. Hallo, schönen guten Abend. Dann Elanur als Elena die Amazone. Kontra zum Großsein, schönen guten Abend. Dann Kako als Osko der Pereine-Novize. Pereine zum Gruße. Und Marot als Jandrik der Golgarit. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Und last but not least Ozzy als Astanio der Weißmagier. Reios zum Gruße. Ja. Ich möchte kurz, bevor wir gleich in den Werbeblock überschalten, nochmal ganz klar, kurz klarstellen, weil da einige Leute mich angeschrieben haben und fragen, warum der Jandrik dann keine Wunder und Liturgien macht zwischendurch. Der Jandrik ist nicht geweiht. Was ihr auch wüsstet, wenn ihr sein Prelude gehört hättet. Böse, böse. Aber ja, wollte ich nur noch mal klarstellen, wenn jemand Golgarit ist, heißt das nicht automatisch, dass er geweiht ist und Wunder und Liturgien wirken kann. Jandrik hat andere Fähigkeiten, wie man vielleicht schon mitbekommen hat. Hashtag Schwätzer.
Ja. Übrigens, den allerersten Clip auf meinem YouTube-Kanal, dank Sierra. Könnt ihr ruhig auch mal auf das mal machen, wenn ihr Lust habt. Ein paar lustige Szenen klippen. Ja. Aber kurzer Werbeblock, bevor es gleich richtig losgeht. Wir haben nämlich hier einige dabei, die auch Kanäle und Social Media haben, wo ruhig mal reinschauen könnt. Zum Beispiel Sierra. Einmal kurz verlinken. Da lasst ihr ganz viele Follows und andere Sachen da bei Instagram und bei Twitch. Was kriegt man da zu sehen demnächst? Also, demnächst gab es auch nochmal ein kleines Video auf meinem Twitch-Kanal. Ich bemale gerade für Frostgrave Miniaturen. Aber es könnte auch passieren, dass ich für Warhammer 40k was bemale. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf meinem Twitch-Kanal oder auch gerne auf Instagram. Jo, super. Da kommt der Gevatter 62 reingeschneit. Wunderschönen guten Abend wünscht er. Jawohl. Gevatter 62, nur für dich folgende Werbeblock. Schau doch mal beim Kakko rein. Denn der hat ein YouTube und Instagram und Twitch und Twitter und Zeugs und alles. Alles, genau. ja, aktuell ist gerade schlecht. Verletzungsbedingt wird es bei mir keine Bemalstreams geben, aber ich habe mir vorgenommen, dann was anderes zu streamen. Da es wenig Spiele gibt, die man nur mit einer Hand so gut spielen kann am PC, werde ich mich mal wieder in Magic the Gathering Arena versuchen. Ich habe dem ja abgeschworen, weil das sehr viel Zeit damals gefressen hat, aber jetzt, wo der neue Kamigawa-Blog kommt, wird da ein bisschen was gestreamt. Ansonsten auf Instagram und ja, vor allem Instagram werden dann auch wieder demnächst mal ein paar Bilder veröffentlicht. Da packe ich Bilder von meinen Miniaturen rein, von Filmen rein, die ich gerade geschaut von der habe. Verletzung. So. Ja, auf jeden Fall. Also gerade frisch, da wird noch dran rumgedoktert. Nein, nur Spaß. Ja. Aber so Film-Reviews und so, das kommt da alles drauf. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Ja, wir dürfen heute, hat Kakko mir ganz am Anfang gesagt, ich darf heute nicht so viel Perreine-Zeug anspielen, weil er schlecht blättern kann in seinem... Ich kann gerade schlecht in Vademecum blättern, das ist schwierig. Das ist herausfordernd. Mal schauen, ob wir das hinkriegen. Alle mal gute Besserung in den Chat und in die Kommentare, damit es dem Kakko mit seinem Finger bald besser geht. Mit seinem Daumen. Das kann ich auch noch. Genau. Ja, dann haben wir Marot, dem könnt ihr auch ganz viel folgen auf YouTube und auf Twitch und auf Twitter und auf seiner eigenen Homepage. Und was gibt's da zu sehen, zu hören, vor allen Dingen wahrscheinlich was? Oh, jetzt ist er eingefroren, genau jetzt. Marot hat heute ein bisschen technische Probleme. Dann sag ich das mal ganz schnell. Bei Marot gibt es Rollenhörspiele und zwar für verschiedenste Sachen, unter anderem auch DSA, zum Beispiel die G7-Kampagne. Schaut da mal vorbei. Gutes Zeug. Dann haben wir den Ossi dabei, der... Oh, jetzt habe ich... Jetzt sind wir vertauscht hier, guck mal. Jetzt, der Marot wollte Spielleiter sein heute. So, ja, ich habe irgendwelche Verbindungsprobleme gerade. Keine Ahnung was. Hatte ich noch nie hier. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Ich muss das mal beobachten. Knapp zu meinem Projekt, ja, rollenhörspiel.de. Ich mache im Moment nicht viel, weil ich privat mit Studium zu tun habe. Aber das wird jetzt besser, hoffentlich bald. Aber versprechen kann ich im Moment nichts. Das ist einfach gerade zweitrangig, aber es kommt wieder. So viel kann ich auf jeden Fall versprechen. Ja, hier kommen schon die Kommentare. Tengil schreibt, du bist so cool, dass du schon dein Bild einfrieren lässt. Und Dollard Power behauptet, du würdest an meinem Stuhl sägen. Ja, ja, ganz genau. Ja. Aber bevor wir da jetzt ins Detail gehen, gehen wir lieber zu Ossi rüber. Was machst du denn, Ossi? Ja, bei mir sind momentan ganz viele kleine Short-Videos auf YouTube zu finden, in Richtung Animation, wo ich ein bisschen einfach zu Themen meinen Senf dazugebe. Aber auch das wird jetzt in den nächsten 2 Wochen wahrscheinlich einschlafen, denn ich habe endlich meinen Internetschalttermin für meine neue Wohnung, die seit Januar eigentlich existiert. Und das heißt, dass ich demnächst umziehen werde und jetzt erstmal im Umzugsstress bin. Danach geht es dann wie gewohnt weiter und vielleicht können wir dann auch endlich auf dem Echsensuppen-Kanal unsere klingende Nachtrunde weiterspielen. Das würde mich zu erfreuen. Genau, die habe ich hier.
gar nicht drin. Schande über mich. Aber werde ich bald mal ergänzen. Ja, und dann haben wir last but not least Eleanor, die hat leider keine Kanäle außer Social Media, Instagram. Ja, ein bisschen bei Instagram kann man mir folgen für Update, wann denn die nächste Folge kommt, wie die nächste Folge heißt von unserer Splitterdämmerung hier und ansonsten so ein bisschen aus meinem Leben, wenn ich mal wieder ein Brot gebacken habe oder spazieren war. Ja, Brot. Brot backen. Brot backen, genau. Da zwar keine Rezepte, aber die Ergebnisse aus den Rezepten. Also. Du weißt, es ist immer gut, frisch gebackenes Brot an den Spielleiter zu schicken. Ja, könnte ich sogar tun. Schauen wir mal. Ja. An euch da draußen wollten wir... Nicht als Bestechung, sondern aus Freundschaft. Ja. An euch da draußen nochmal Dankeschön für die vielen lustigen Kommentare unter dem YouTube-Video. Ich freue mich da immer sehr. Ich habe heute den ganzen Tag F5 gedrückt immer. Kann man F5 auf, oder ist das F9? Ich weiß es nie. Auf jeden Fall Refresh gedrückt. Ja, ich boomer. Habe versucht... Gleich daran denken, die Aufnahme zu starten. Dollar Power hat dran gedacht. Danke, Dollar Power. Ja, mach ich gleich. Danke, Dollar Power. Ja. Guter Hinweis. Ich habe die ganze Zeit Refresh gedrückt und wollte Dollar Powers Kommentar zur letzten Runde lesen, aber der kam erst ganz kurz, bevor der Stream angefangen hat. Hat er gerade noch mal so hingekriegt. Vielen, vielen Dank dafür. Schön, dass ihr euch immer die Mühe macht, auch wenn ihr nur drunter schreibt, war super irgendwie, selbst das ist alles prima. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, natürlich könnt ihr das auch immer unten drunter schreiben. Und außerdem möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass es die Runde hier auch als Podcast nur zum Anhören gibt. Allerdings ist das immer ein bisschen verzögert, weil das muss noch geschnitten werden. Das heißt, ich werde die ganzen Sprechpausen raus, viele Äs und Ös und Überleger und Versprecher kommen raus und das wenige Off-Topic, was wir haben, wird auch rausgestritten, sodass man ein kompakteres Hörerlebnis bekommt von der Runde. Ich habe sogar ein bisschen angefangen, kleinste Effekte noch irgendwie dran zu machen. Mal gucken, wie sich das über die Zeit entwickelt. Also falls ihr irgendwie längere Reisen oder so vor euch habt und Hörbücher sucht oder sowas, dann könnt ihr auch die Runde hören. Meistens ist es aber so ein Tag, bevor die neue Runde startet. Es ist erst online. Aber immerhin. Falls ihr jemanden habt, der sagt, YouTube ist doof zum Nachgucken und Twitch mag ich auch nicht und diese Hackfresse von Quali kann ich mir gar nicht reinziehen, dann kannst du könnt ihr sagen, die Stimme ist gar nicht so schlimm, also hörst dir nur an oder so. Außerdem redet der Kacko viel mehr oder so, keine Ahnung. Ja. Kommentare füttern den Algorithmus auf YouTube, das ist richtig. Wobei ich glaube, dass mein Kanal im Algorithmus von YouTube sowieso ein bisschen untergeht, weil ich eine Monetarisierung habe. Und damit verdient YouTube mit meinem Zeug wenig Geld und deswegen kommt es nicht nach oben. Naja. Aber egal. Tut, was ihr könnt. genau. Dann noch mal kurz den Hinweis, wenn wir gleich in Time gehen, das ist ja viel für Twitch immer ganz interessant für Leute, wenn sie reinjoinen oder neu sind. Ihr könnt gerne Kommentare hier reinschreiben. Ich lese die auch. Ich kann allerdings gleich, wenn wir spielen, in Time sind, nicht immer auf alles reagieren oder darauf antworten. Seht uns das nach. Genau, und hier Streamlabs ist auch gerade nochmal das in Anführungsstrichen neue Feature. Falls ihr reinjoint und ein bisschen mehr zu den Charakteren wissen wollt, dann könnt ihr Ausrufezeichen den Charakternamen in den Chat reintippen. Dann kriegt ihr kurze Informationstexte zu den einzelnen Charakteren. Hoffentlich ohne Spoiler. Ich habe mich bemüht, nichts zu spoilern. Okay. Ja, beim letzten Mal waren wir auch schon im Golgariten oder sagen wir mal im Truppenlager hinter dem, also auf der westlichen Seite des Todeswalls, nachdem der Todeswall ja gefallen ist durch euer Eingreifen. Und beim letzten Mal hat die Verhandlung stattgefunden für Astanio.
der ja als fahnenflüchtiger Soldat eine Verhandlung hat über sich ergehen lassen müssen, weil er sich gestellt hat. Jandrik musste ihn verteidigen, in Anführungsstrichen, oder wollte, man weiß es nicht so genau. Und es ist alles halbwegs gut gegangen, denn Astanio hat zwar eine sehr, 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 sehr harte Strafe mit 60 Peitschenhieben bekommen, aber es hat ihn nicht den Kopf gekostet, wie er eigentlich befürchtet hatte. Und für Jandrik war das ein ganz schlimmer Tag. Der ist nämlich von einem Extrem ins andere gerutscht und hat sich außerdem noch mit seiner in Anführungsstrichen Chefin unterhalten müssen, mit Borondria, der Hochgeweihten des Boron und der Anführerin der des Golgaritenordens. Und Jandrik hatte die Eier in der Hose, ihr Stirn zu bieten und seine berechtigten seine berechtigten Zweifel an seinem Auftrag mal zu formulieren, die sie allerdings durch geschicktes Reden wohl ausräumen konnte und Jandrik überzeugen konnte, dass das wohl alles so seine Richtigkeit hatte. Genau. Sonst wurde viel gefeiert, viel Wein getrunken, schlechter und sehr, sehr guter Wein. Und es wurde getanzt und gelacht und geweint. So kann man es ein bisschen zusammenfassen. Und wir haben erfahren, dass Jandrik ein Schwätzer ist, aber das ist dem einen oder anderen schon bekannt gewesen vielleicht. Gut. Falls ihr genau wissen wollt, was los war, dann schaut euch die letzte Folge an oder hört sie euch an als Podcast. Kann ich nur empfehlen. So, und wir hoffen, dass der Marot jetzt nicht mit dem ganzen Stream über solche Schwierigkeiten hat mit seiner Technik. Sonst wird es nämlich schwierig heute. Schwierigkeiten mit der Technik, dann wird es schwierig. Ha, 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 ha. Genau. Ja, habt ihr noch irgendwas zu ergänzen, was ich vergessen habe? Nee, natürlich. Irgendwas vor. Ja? Was Aufnahme. Ja, die Aufnahme kommt schon noch, keine Sorge. Ich will nicht mehr so viel am Anfang mal wegschneiden müssen. Ja. Aber guck mal, nur damit du dich jetzt gut fühlst hier. Recording in progress. Zack. Recording in progress. So. Jetzt müssen wir uns benehmen, jetzt wird es aufgezeichnet hier. Ja. Okay. Also, gehen wir in die Rabenmark hinein. Ich kann euch nochmal ganz kurz, damit die Leute draußen nochmal wissen, wo wir uns befinden. Das ist die Rabenmark. Und wir befinden uns gerade an dieser gestrichelten Linie, die ihr auf der linken Seite sehen könnt. Das ist der Todeswall und den haben unsere Helden ja zu Fall gebracht. Und kurz davor lagert das Heer und in diesem Lager befinden sich unsere HeldInnen. Das Heereslager der westlichen Streitkräfte in der Rabenmark. Gekennzeichnet durch verschiedenste Truppen. Zusammengewürfelt aus den verschiedensten politischen Machtpersonen und ihren Anhängern. Zusammengehalten durch den Golgaritenorden, der diese Befreiungsschlacht initiiert hat. Angeführt durch Borondria, der Hochgeweihten der Golgariten und Anführerin des Ordens. Eine eigenartige Persönlichkeit. Sehr zurückgezogen. Vom Äußerlichen merkwürdig anzusehen, wenn man sie beobachtet und nichts von ihr wüsste. Mit den kahlgeschorenen
Haupt in tiefen, eingesunkenen Augen und der Statur, die sehr hager daherkommt. Und ihrem Verhalten, wie gesagt, zurückgezogen lebt sie in letzter Zeit. Selbst beim Gerichtsverfahren um Astanio, dem fahnenflüchtigen Magier, war sie nicht anwesend. Nicht einmal angeschaut hat sie es sich. Ob die guten Worte, die Jandrik in ihre Hand gelegt hat, für Astanio durch ihre Hand den Weg in das Gerichtsverfahren gefunden haben, lässt sich schwer sagen. Oder ob Astanio nur zu diesem milden Urteil gelangt ist, weil Jandrik ihn so gut verteidigt hat. Man weiß es nicht, was den Markgrafen, der Rabenmark, dazu verleitet hat, das Urteil so zu sprechen, wie er es getan hat. Man kann nur sagen, Halike Rattel, die Magierin aus Romilis, er selbst, Gernot von Mersingen, und Perdan, der Pereine Geweihte als Vertreter des Drei-Schwestern-Ordens, waren sehr zufrieden mit dem Urteil, während Ukurian Berningard, der Sonnenlegionärs-Hauptmann und vor allen Dingen der Ankläger von Ox für die kaiserlichen Truppen, eher unzufrieden waren mit dem milden Urteil. Dennoch haben sich die Preios-Anhänger nicht es nehmen lassen, einen Henker zu stellen für Astanio, der seine 60 Peitschenhiebe sofort verbüßen musste. Anfangs, durch pure Willenskraft und Selbstbeherrschung, ohne einen Laut, als der Henker die Peitschen knallen lässt auf den Rücken Astanios. Doch 60 Peitschenhiebe sind viel. Und es ist nur der guten Ausdauer und der starken Konstitution Astanios zu verdanken, dass er das Ganze überhaupt so lange aushält und überlebt. Denn der Henker hat kein Mitleid mit Astanio. Und viele ZuschauerInnen, die sich das Spektakel anfangs leicht mit ein bisschen Genugtuung angesehen haben, Soldaten und Soldatinnen, wenden sich schon nach den ersten Dutzend Schlägen ab und verlassen den Platz, während andere bis zum Ende bleiben und trotzdem nicht richtig begreifen können, wie dieser Mann das aushält. Astanio ist zusammengebrochen, als der 60. Schlag auf den Rücken eingedrungen ist. Und seine Freunde Osko, Mora, Elena und Jandrik haben ihn sofort in das Lazarettzelt bringen lassen und gebracht. Ich vermute, Osko wird sich das nicht nehmen lassen, selbst dafür zu sorgen, dass Astanio ordentlich versorgt wird. Osko merkt, dass das nur schwer zu ertragen war und dass Astanios Lebensfaden äußerst dünn geworden ist. Er braucht viel Sorge und viel Zuwendung jetzt. Wie organisiert Osko das Ganze? Osko kümmert sich zuerst um die natürlich tiefen, immer noch blutenden Wunden von Astanio. Er wird im Lazarett einige Schwestern und Brüder nach bestimmten Pflanzen befragt haben. Einerseits die Schmerz lindern sollten, sobald Astanio wieder zu Bewusstsein kommt. Andere, die er mittels Alkohol und anderen Zutaten zu einem Brei verarbeitet, den er dann
auf die klaffenden Wunden aufträgt. Es ist ein Brei aus dem Stiel und den Blättern der Tanele, einigen Tropfen Alkohol und einigen Blüten der Sonnenblume. Und das trägt er dann auf die Wunden auf, spachtelt sie quasi zu, sodass sie ganz mit diesem Brei bedeckt sind und deckt dann den Körper von Astanio mit einem Tuch ab. Wäscht sich danach, reinige gefällig die Hände, dass er wieder theoretisch weitere Arbeit nachgehen könnte und gebietet dann den Schwestern und den Brüdern im Lazarettzelt, ihn ein wenig abseits auf eine Trage zu legen, damit er dort in Ruhe erst einmal sich auskurieren kann. Neben ihm dann ein Gefäß mit dem schmerzstillenden, beruhigenden Tinkturen, die er selber angefertigt hat. Und ansonsten ist für Asano erst einmal wenig zu tun, weiteres. Also man muss ja aufwachen. Und das sind Wunden, die Zeit benötigen, um zu heilen. Deswegen kann er da auch nicht viel mehr tun, Osko. Es war einiger Aufruhr im Lager, da die Kommandeure die Truppen in Bewegung gesetzt haben. Eigentlich sollte man jetzt in die Rabenmark, in die Ostrabenmark vordringen. Deswegen ist auch im Lazarettzelt geschäftiges Treiben neben dem, was du da vor Astanio zu tun hast. Kasmine, die oberste Geweihte in diesem Lazarettverbund, Kasmine Bärenhang, die ihr ja schon öfters jetzt getroffen hattet, mit der Osko auch sich ganz gut versteht, die euch gestern noch den Wein ausgegeben hat, hilft Osko bei jedem Handgriff, lässt ihn aber alleine alles entscheiden und alleine Hand anlegen. Assistiert dir quasi. Und beobachtet gleichzeitig, wie die anderen, die dabei stehen, ich denke, Jandrik und Mora haben dafür ein gutes Auge und können genau sehen, wie sie Oskos Arbeit abschätzt und genau begutachtet und jeden einzelnen Handgriff genau nachverfolgt und immer mit einem Nicken quittiert, kurz, kaum sichtbar. Und dann lässt man Astanio tatsächlich auf einer Trage in Jandriks Zelt bringen. Auf dem Weg zu Jandriks Zelt hindurch fällt euch auf, dass dieses geschäftige Treiben, das Abbauen der Zelte der Soldaten, ein jähes Ende bereitet hat. Einige Soldaten stehen verwirrt vor ihren Zelten, die halb abgebaut und halb aufgebaut sind, tragen Waffen hin und her und wirken etwas verloren. Vor dem Zelt, als Astanio dann in das Zelt gebracht wird, steht Jandriks Zieh, ich nenne ihn mal Ziehvater, der Mentor von Jandrik, den ihr alle noch nicht so gesehen habt, Jandrik aber bekannt vorkommt. Nicht, weil er ihn besser kennt als vielleicht jeder andere. Allerdings macht ihr euch sofort Platz und tritt auch nicht ins Zelt ein, als ihr Astanio dort auf eine Lagerstätte legt und euch um ihn kümmert. Bleibt vor dem Zelt stehen. Und wenn Jandrik schaut, findet er ihn weiterhin vor dem Eingang. Mit einem Soldaten sprechen. Und du bekommst einige Wortsfetzen mit. Nein, hier wird nichts abgebaut. Habt ihr die Hauptmänner nicht gehört? Oberster Befehl von Borondria, wir bleiben hier. Aber der Befehl vor ein paar... War das nicht auch von Borondria, dass wir aufziehen? Nein, der Markgraf hat befohlen, dass wir gehen. Dann sollten wir gehen. Nein. Borondria hat befohlen, dass wir bleiben. Und den Wall sichern. Wem soll ich denn jetzt gehorchen? Dem Markgraf oder der Herrin? Vertrau mir und bau die Zelte wieder auf. Und lass dieses Zelt stehen. Es gehört meinem Schützling. Und die haben gerade andere Probleme, als sich um das Zelt abbauen zu kümmern.
Jawohl, Herr. Dreht sich um und läuft davon. Ich habe zugehört, aber mein Blick war völlig auf Astanio geheftet. Wie geht es ihm? Er wird es überstehen, aber jemand sollte bei ihm bleiben. Diese Wahnsinnigen, ich meine, Sie wissen doch, dass wir können ohne ihn nirgendwo hin, das wissen die ganz genau. Zuckt mit den Schultern. Ich finde es auch ziemlich hart, aber sie haben halt entschieden. Spruch ist Richtspruch. Und naja, zur Not müssten sie halt dann länger hierbleiben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf uns warten. Problem. Wenn sie blindlings in die Ostrabenmark laufen wollen, dann können sie natürlich losziehen. Das entscheiden nicht wir. Das stimmt schon. Das wird für uns entschieden. Ja. Wichtig ist jetzt nur, Osko, was denkst du? Wie lange wird es dauern, bis er aufwacht? Das kann man nur schwer abschätzen. Je nachdem, wie lange er noch bewusstlos ist, sollte... Es ist ein Wunder, dass er lebt. Ja, da habt ihr recht. Nach so vielen Schlägen. Ich denke mal, wenn seine Bewusstlosigkeit sich langsam mindert, dann wird er recht schnell aufwachen. Die Schmerzen werden ihn wachhalten. Deswegen soll doch die ganze Zeit jemand bei ihm bleiben. Nur vielleicht nicht ich. Ich bin etwas... Ruh dich aus, Osko. Ich bleib bei ihm. Wir wechseln uns ab. Gehe ein wenig spazieren. Ich komme später wieder. Ja. Aber erstmal bleib ich bei ihm. Jandrik nickt. Dann versuche ich mal rauszufinden, was da draußen los ist. Mach das. Und Jelena setzt sich auf die Pritsche neben der, wo Astanio liegt. Und betrachtet ihn einfach und sitzt da nachdenklich. Mora steht auch auf und folgt Jandrik wortlos. Verlässt mit ihm das Zelt. Onkel? Oh, Jandrik. Brechen wir auf? Wie es aussieht, nicht, nein. Das ist gut, weil nach dem, was Sie mit ihm angerichtet haben, kommt er erstmal nirgendwo hin. Wir hätten ihn ja zurück nach St. Born, muss ich selber nochmal nachgucken. Wie ist die Stätte? St. Boronia, zurück nach St. Boronia bringen können. Oder auf die Burg Mersingen. Dann hätte er sich dort auskurieren können. Das hättet ihr machen können, aber dann will ich da nicht in der Nähe sein, wenn er aufwacht und feststellt, dass er nicht mit zurück darf. Nein, wir müssen ihn mitnehmen. Wir brauchen ihn. Ihr wollt zurück in die Ostrabenmark? Natürlich. Das ist noch nicht vorbei, Onkel. Es ist noch lange nicht vorbei. Entschlossenheit in ihren Augen. Ja. Das ist auch das Anliegen des Raben, des Markgrafen. Okay, nachdem ich... Er will so schnell wie möglich nach vorrücken. Ich habe ihm geraten, dass wir Zeit brauchen. Die Truppen müssen auch versorgt werden und müssen sicher stationiert werden. Und wer weiß, was noch alles in diesem Todeswall haust. Ich weiß auch nicht, was das Richtige ist, Onkel. Auf der einen Seite will ich so schnell wie möglich los. Du hast nicht gesehen, was da... Dieses Land, das ist so, so vollkommen böse. Alles daran. Es muss befreit werden. Jede Minute, die wir verschwenden, ist jeder Augenblick, den wir vergeuden. Aber andererseits hast du natürlich recht. Und
Die Anhänger Borberats haben schwer gewütet, das kann ich mir gut vorstellen. Sie haben das ganze Land so grundsätzlich verdorben, dass ich gar nicht weiß, wie man es jemals heilen soll. Niemand weiß das besser als Mora. Was meinst du, ist das gut, gleich loszureisen, oder? Mora? Eine Mitreisende. Er weist auf Mora. Ja, die kommt jetzt quasi auch aus dem Zelt Ihr heraus. Seid Mora? Ich bin Mora, ja. Sagt euch mein Name etwas? Die Soldaten reden. Ja, eventuell hat Jandrik im Suff ein paar Lügenmärchen über mich erzählt. Aber was? Ich weiß gar nicht, ob das eine Lüge ist. Ich habe nur Vermutungen angestellt. Er zieht sich den dicken Handschuh aus. Er ist im vollen Ornat und voller Rüstung, steht er vor dem Zelt, zieht sich den dicken Panzerhandschuh aus, reicht dir die Hand, eine große, bärige Hand mit ordentlich Haaren auf dem Handrücken. Ja, Mora nimmt, also streckt direkt auch ihre Hand entgegen und schüttelt sie. Remo von Sturmfels. Es ist mir eine Ehre. Mora Weyrand. Jandrik ist sowas wie ein Kind, würde man sagen. Ich habe ihn aufgenommen, wie so viele andere Kinder, und großgezogen. Verstehe. Und sie blickt Jandrik und schmunzelt. Ohne ihn wäre ich entweder tot oder noch immer dort drüben. Und was wissen die Götter, was ich dann wäre? Ja, die östliche Rabenmark ist gefährlich. Ich kann alles bestätigen, was Jandrik da gerade von dieser Gegend gesagt hat, aber Dort zu überleben, muss man sich auskennen. Ich habe einige Flüchtlinge schon befragen dürfen und habe auch einige Waisenkinder aufgenommen in den Orden. Ja, ein paar schaffen es. Als mir die Soldaten irgendwas von einer Amazonen-Assassinin namens Weyrand erzählt haben. Aber weder das eine noch das andere. Da muss ich euch leider sehr enttäuschen. Aber die Amazone, die findet ihr im Zelt. Ja, ich habe sie bei der Verhandlung gesehen. Wie gesagt, war das die Frau mit dem Arm in der Schlinge? Leider ja. Bei unserem Weg durch den Wall hat der Wall Spuren hinterlassen. Aber irgendwoher kommt mir der Name noch bekannt vor. Habt ihr Verwandte in der Rabenmark im Westen? Im Osten. Irgendwoher kenne ich euren Namen. Ich bin mir aber nicht sicher, woher. Ich meine, er ist gar nicht so selten, wie man meint. Mein Vater war Händler, vielleicht daher. Aber er ist auch wenig rumgekommen, jedenfalls nicht hier in diesen Landen. Naja, das, wie er dem auch sein. Jandriks Freunde sind auch meine Freunde. Freut mich. Entschuldigt ihr mich einen Moment? Ich wollte noch jemanden treffen. Und sie nickt und verschwindet dann in eine andere Richtung zwischen den Zelten. Da hast du dir hübsche Freunde gesucht, Jandrik. Das war das ganze Ziel, deswegen bin ich doch in die Ostrabenmarkt überhaupt gereist. Ja, das war der Auftrag von Borondria. Du hast mir nie verraten, was sie genau von dir wollte. Ja, selbstverständlich. Geh die Ostrabenmarkt. Du solltest endlich unter die Haube kommen. Suche ein hübsches Mädchen und bring es zurück. Wir können nicht auf verzichten. Er wird auf einmal, also grinst zuerst über diese Aussage und wird dann siehst du sein Gesicht so in Falten legen. Das macht Sinn. Was?
Ich gucke ihn ein bisschen ominös an, aber dann grinse ich. Ach, Onkel. Schön, dass ich dich wiedersehe, in jedem Fall. Wirst du mitkommen? Ich habe ein paar Soldaten unter mir. Die Ausbildung der Kinder habe ich jemand anderem übertragen, schon vor einigen Tagen. Ich werde langsam zu alt dafür. Aber ein paar Soldaten anführen, wenn es darum geht, die Ostdrakenmark zu befreien, da bin ich noch gut genug anscheinend für. Das glaube ich auch. Wir können nicht auf dich verzichten. Wir haben gute Leute hier. Auch wenn es im Orden rumort. Rumort? Was meinst du? Es sind zu viele hohe Tiere hier, Jandrik. Es ist das erste Mal, dass so viele unseres Ordens an einem Fleck, auf einem Fleck zusammen sind. Ich habe dich da nie so mit reingezogen und eigentlich wollte ich bis nach deiner Weihe warten, bis du die ganzen Details alle mitbekommst, aber und aus erster Hand dich entscheiden kannst. Aber es gibt verschiedene Denkweisen in unserem Orden. Okay. Und sie kommen irgendwie alle zusammen und das ist selten friedlich. Ich verstehe. Das heißt, dieser Kriegszug ist mehr als nur ein Kriegszug, er ist auch noch sehr viel Politik. Sogar in unserem Orden. Borondria hat sie alle unter der Fuchtel, noch. Allerdings ist sie so komisch seit ein paar Monaten. Sie hat sich sehr zurückgezogen. Früher war sie viel offener und viel politisch aktiver. Ich fürchte, man legt ihr das als Schwäche aus und die Ersten strecken ihre Fühler schon nach ihrem Sitz, wenn du verstehst, was ich meine. Ich kann es mir vorstellen. Aber versteht sie nicht, dass wir im Moment größere Probleme haben? Ich denke, einige sehen das als Chance. Sie warten nur darauf, dass die Truppen eine Niederlage erringen, um sich dann selber als strahlende Retter oder so etwas aufzuspielen. Und immer zu sagen, dass sie es doch besser gewusst haben. Ich sehe das kommen. Ich hoffe nicht, dass es so kommt, aber ja. Nun, die erste Auseinandersetzung, von denen hast du gerade schon gehört. Der Markgraf möchte sofort weitermarschieren, während Borondria sagt, wir müssen den Wall erst sichern. Und das ist nur eine Auswuchs dieses ganzen politischen Hickhacks. Nachdem ich gesehen habe, was in diesem Wall ist, ich weiß auch nicht, ist der wirklich besiegt, eingestürzt oder wie man das nennen soll? Ist der zerstört? Nun, die Untoten, die sich uns entgegengestellt haben, sind alle auf merkwürdige Art und Weise in sich zusammengefallen und einige, die Türme sind teilweise eingefallen und Mauerwerk, aber ich war nicht so tief drin wie du. Du weißt es besser als ich. Wir haben da etwas kaputt gemacht, etwas zerstört, was ich nicht ganz verstanden habe. Der alte Mann, er deutet aufs Zelt, wird es besser verstehen, nehme ich an. Hat er das Ganze überstanden? Ich weiß es nicht. Im Moment liegt er halbtot dort drin. Was ziemlich wahnsinnig ist, weil wir brauchen ihn. Kann ich irgendwie helfen? Wenn du plötzlich heilende Kräfte zur Verfügung hast, dann ja, sonst weiß ich es nicht. Osko hat sein Bestes getan, aber wie schnell er wieder auf den Beinen ist, ich kann es nicht sagen. Könnte einen der Magier fragen. Wenn du das könntest, das würde uns helfen. Ich bin nicht so gut zu sprechen. Also, ich mag diese Rattel nicht. Das habe ich am Anfang, als wir uns hier versammelt haben, habe ich das einmal, glaube ich, ziemlich raushängen lassen. Ich glaube, ich habe es mir mit ihr verscherzt. Aber Bestalia kann ganz gut mit ihr. Ich werde sie fragen. Ich danke dir, okay.
Na, dann werde ich mich mal beeilen. Kümmere du dich um deinen Freund. Jandrik nickt. Verabschiedet sich und geht dann wieder ins Zelt. Und? Hast du was rausfinden können? Nur, dass es um Politik geht. Och. Der Markgraf versucht, die Situation zu nutzen, um mehr Einfluss zu erhalten. Ob er deswegen direkt los will oder was, weiß ich nicht. Also, der Markgraf will direkt los und wer hält jetzt, hat jetzt das Heer aufgehalten, dass es nicht weiter abbringt? Wie steht Borondria in der Politik zu, da bei euch im Orden, zu dem Markgrafen? Sie müsste über ihm stehen. Sie ist die Eminenz. Sie führt den Orden. Aber anscheinend sieht der Markgraf das anders oder hätte es gern anders. Naja. Aber mehr weiß ich auch nicht. Der Markgraf ist gleichzeitig auch noch Golgarit. Allerdings hat er halt weltliche Macht, dass er der Markgraf ist. Ja, da treffen zwei Konflikte, Parteien aufeinander. So wie immer. Die weltliche und die kirchliche. Es geht immer um mehr als nur ein Problem. Ja. Naja. Er hat noch gesagt, mein Onkel hat noch gesagt, dass er eventuell die Hilfe der Magier in Anspruch nehmen kann für unser Problem hier. Ich glaube, Astania will erstmal nicht, dass er magisch geheilt wird. Nicht? Nein, er wird denjenigen, der das angeleiert hat, wahrscheinlich den Kopf abreißen und denjenigen, der es durchführen will. Hm. Er badet jetzt gerade seine Strafe aus, auf die er fast zwei Jahrzehnte gewartet hat. Das ist ja schön und gut, dass er jetzt hier auf seine schöne Strafe haben darf, aber wir haben keine Zeit für diesen Blödsinn. Sag ihm das. Ja, das sage ich ihm, wenn der Magier ihn geheilt hat. Soll er mich anschreien? Kann er mir ja nie wieder die Nase brechen, der Dummkopf. Ich bete, dass er das nicht gehört hat. Das darf er ruhig hören. Ich habe keine Angst vor ihm. Ja, direkt heilen sollten wir ihn aber auch nicht. Wenn das Lager hier noch steht, können wir noch einen Tag seinen Qualen lassen. Sonst, naja, ich weiß nicht, sonst wird er das nicht als gerecht ansehen. Du kennst ihn ja auch, du hast ja gesagt, dass er manchmal ein wenig manchmal verrückt ist. Manchmal. Manchmal. Ich habe 11 Jahre mit ihm zusammengelebt. Manchmal. Nicht immer. Du hast jetzt gerade die extremen Seiten erlebt, weil die Situation auch extrem war in den letzten 6 Tagen. Ich kenne ihn 5 Tage, glaube ich, oder so, und die haben mir mehr als ausgereicht. 11 Jahre. Ich kann es mir nicht vorstellen. Oh, war doch eine recht angenehme Zeit. Aha. Es gab halt kaum Stress im Dorf. Okay, wie ist das möglich mit Astania im Dorf? Er hat die Kinder trainiert und hat dadurch sich abgelenkt von den dunklen, von den Gedanken mit Strafe und so. Und als klar wurde, wir gehen in den Westen, kam das dann alles wieder hoch. Verstehe. Naja. Wir haben aber keine 5 Wochen oder wie lange seine solche Verwundung normalerweise dauert. Ich sag auch nicht, dass wir jetzt hier 2 Monate bleiben, bis dass er wieder ganz geheilt ist, aber ich kann ja ein bisschen in den Wunden rumpulen, vielleicht geht's ihm dann besser. Untersteh dich! Er lächelt. Naja. Du wolltest frische Luft schnappen. Oder willst du jetzt mit mir hier rumsitzen und nichts tun? Er schaut dich an mit einem abschätzenden Blick. Dann schaut er zu Astania. Ein seltsames Lächeln schleicht sich auf seine Lippen und dann meint er, ach ja, stimmt, ich wollte ja noch, und geht dann einfach davon. Elena seufzt und setzt sich dann beobachtet weiter, Astania. Wohin ist denn Mora unterwegs? Ja, Mora hält mal Ausschau. Sie hat ja
jemanden gut bezahlt, der ein offenes Ohr haben sollte. Und diesenjenigen sucht sie gerade zwischen dem geschäftigen Treiben, wo gerade Zelte abgebaut werden und Leute von A nach B laufen, geht sie, ja, man würde als Beobachter fast meinen, ziellos zwischen den Zelten umher und lässt den Blick schweifen, ob sie denjenigen wiederfindet. Auf ihrem Weg hat Mora mehrere Eindrücke, die sie von den Soldaten und vor allen Dingen von den vielen Golgariten hier mitbekommt. Bekommst einmal ein Gespräch zwischen zwei Golgariten mit, die sich über Gefangene auf der Burg von Mersingen unterhalten und sich nicht einig sind, wie man mit denen verfahren sollte. Und der eine hat ganz eindeutig Zweifel daran, dass Borondrias Entscheidung, sie gefangen zu halten und nicht hinzurichten, die falsche war. Mhm. Und dann bekommst du natürlich das Geschwätz der Leute mit, von wegen eine Amazonen-Assassine namens Mora Valrand geht im Lager um, ist aufgegriffen worden. Allerdings mischt sich in dieses Gerücht, was du immer mal wieder wahrnimmst, das scheint irgendwie wirklich die Runde zu machen, mischt sich eine weitere Information, denn diese Amazonen-Assassinen soll außerdem einen Mann getötet haben. Mhm, da hört sie auf jeden Fall weiter nach. Kriegt sie irgendwie was mit? Gibt es nähere Details zu dieser Geschichte? Wer soll es gewesen sein? Ja, Details beim bloßen Herumlaufen wirst du keine Details großartig mitbekommen. Allerdings bekommst du nur mit, dass dieser Assassinen halt wirklich höchst gefährlich ist und drüben in der Ostrabenmark halt Männer getötet hat. Scheiße. Ja, Zähne knirschen. Also vielleicht, wenn sie das zum ersten Mal hört oder irgendwas aufschnappt, muss sie noch lächeln und schmunzeln, dass aus so einem blöden Gerücht hier irgendwas wird und dass man das auch noch nach dem Abend irgendwie erzählt. Aber als es sich so mit diesen anderen Gerüchten vermischt, knirscht sie tatsächlich mit den Zähnen und ärgert sich. Und irgendwann fällt auch das Wort Kopfgeldjägerin. Ihr Blick wird finster und sie ballt die Fäuste im Mantel. Und da muss sie nochmal mit Jandrik sprechen und nachgehen, woher diese Gerüchte stammen. Wer hier irgendwelche Geschichten mischt und woher das Ganze kommt. An einem kleinen Platz beim Essensausgabe steht Mora dann irgendwann neben einem kleinen Soldaten, einem sehr schmächtigen, fast schon zwergenwüchsigen Soldaten, der gerade die Becher und Holzteller abspült und neigt sich irgendwann so ganz unauffällig quer über den Tisch und schaut ihm beim Saubermachen zu und flüsternd werden einige Worte getauscht, die niemand sonst hören kann. Ja, man sieht Mora nur, wie sie langsam nickt und dann quasi beiläufig ihr Blick über das Treiben schweift. Dann wendet sie sich ab, als hätte sie gar nicht gehört, was er sagen würde. Und als sie geht, legt sie nur 2 Goldmünzen auf den Tresen. Und schweift dann sehr, sehr schnell verschwinden in den Taschen des kleinen Soldaten. Und sie nickt noch 1-2 Mal mehr zu sich als zu irgendwem anders. Und schlendert dann zurück, hält die Augen und Ohren offen. Wohin ist Osko unterwegs?
Osko sucht sich einen kleinen Vorsprung oder einen großen Felsen, je nachdem, was da gerade näher ist, und würde sich auf dem niederlassen. Er würde gerne einige Minuten für sich sein, ein bisschen nachdenken wollen und sich ausruhen und die Sonne auf sein Haupt scheinen lassen. Am besten mit einem Blick über das Heerlager. Ja, sollte auf jeden Fall so einen Aussichtspunkt richtig geht, gibt es halt nicht, wo man das gesamte Lager überblicken kann. Auf den etwas höher gelegeneren Teilen sind die Zelte der Golgariten. Das heißt, am besten hat man musst du gar nicht so weit weggehen, von Jandriks Zelt aus schon einen guten Überblick über die normalen Zelte der Soldaten. Allerdings dann halt nicht über die Teile, wo die Golgariten lagern. Aber sonst dann wird sich da Osko eine Kiste suchen, eine große, wenn er noch an herumsteht, und sich dann auf der niederlassen. Und dann ein wenig für Außenstehende, geistig abwesend, so über die Landschaft, über das sich ihm zeigende Bild schauen und versuchen abzuschalten. Okay. Macht Elena noch irgendwas Besonderes? Ne, die schaut sich nochmal ihre Schnittwunde an, die vielleicht auch versorgt worden ist. Treibt die Hand so ein bisschen und schaut einfach auf Stanio zu, wie er da atmet und tupft vielleicht auch schon mal, kühlt ihn ein bisschen oder so. Stanio atmet ruhig und gleichmäßig. Ja. Die Luft ist auch ein bisschen gefüllt mit Räucherwerk, das Osko angezündet hat, was leicht betäubende Wirkung hat. Das heißt, wenn du länger da rumsitzt. Ja, Elena wird da vielleicht auch schon mal rausgehen und an die Tür gehen und auch mal dir ein bisschen frische Luft reinlassen, trotzdem noch in der Tür stehen. Ja, draußen, wenn du nach draußen schaust, siehst du natürlich auch das geschäftige Treiben und immer wieder irgendwie auch Golgariten, die sich untereinander anscheinend nicht grün zu sein scheinen. Und irgendwie ein Streit unter diesen eigentlich vereinten Kräften, also unter einem Banner marschierenden Kräften. Und siehst dann tatsächlich irgendwann auch mal Bestalia und Ellurion, die du erkennst, wie sie aus dem Zelt von Borondria heraustreten. Und vor allen Dingen Bestalia mit einem ziemlich ausdruckslosen Gesicht, fast schon irgendwie zornig oder sowas ähnliches. Ja, das kann hier ja noch echt interessant werden, denkt sie sich und setzt sich so in den Türeingang, zieht sich eine Kiste ran in den Türeingang, zieht ihren Dolch und betrachtet den eine Weile, wiegt ihn in der Hand. Und wo will Jandrik hin? Ah, der hat eigentlich kein bestimmtes Ziel, er läuft ein bisschen herum, er möchte so ein bisschen die Gesamtsituation einschätzen, wie diese ganzen politischen Kräfte, bis jetzt hatte er da keinen Kopf für, weil so viel anderes war, aber er ist ein Spion. Und deswegen will er sich jetzt so langsam mal, nachdem sein Onkel ihm das doch so deutlich gemacht hat, ein genaueres Bild machen. Welche Kräfte haben es hier eilig zusammenzupacken, welche nicht? Wie stehen die Magier dazu, wie die anderen Orden, die hier sind? Wer ist auf welcher Seite? Und so läuft er herum und schaut vor allem. Mhm. Ja, wenn du mal hier stehen bleibst, mal dort stehen bleibst und den und sich ein bisschen umhörst, bekommst du so bruchstückhaft einen kleinen Eindruck über den gesamten Nachmittag, wenn du da sich richtig Zeit für nimmst und merkst, dass es mehrere Fraktionen gibt, die unter den Golgariten sind. Es gibt tatsächlich mehrere Strömungen, die alle unter Borondria sich vereinen. Und in der letzten Zeit, in der du nicht da warst, ist wohl eine große Sache geschehen. Nämlich, man hat sich zuerst auf der Burg Mersingen versammelt, um eine Art Heerschau abzuhalten und die Pläne konkret zu machen, den Todeswall einzunehmen.
Auf Borondrias Geheiß hin sind verschiedene politische Gruppierungen angereist und haben, sie hat sehr viele Gefallen eingefordert und eingelöst. Und der Markgraf hat sofort zugestimmt, auf ihr Geheiß die Ostrabenmark zu befreien. Dennoch sind die Soldaten mehrheitlich der Meinung, dass der Markgraf die Befreiung der Ostrabenmark nur mitmacht, weil er genau weiß, dass es dann, dass sein Herrschaftsgebiet sich vergrößert. Das ist so die Meinung des einfachen Volkes. Eigentlich hält er sich sehr stark irgendwie aus diesen ganzen kultischen Sachen heraus und ist eigentlich viel zu verweltlicht, als statt dass er irgendwie großartig für den Orden sprechen könnte. Dennoch tut er das ständig, weil er der Markgraf ist und weil seine Familie so eng mit dem Orden verknüpft ist und viele in seiner Familie in dem Orden angehörig sind. Es ist einfach die von Mersingens. Man hört es immer wieder mit verdrehten Augen. Dann Borondria selbst, die diese merkwürdige Entscheidung getroffen hat, während die sich dort getroffen haben. Denn auf ihren Geheiß hin sind nicht nur Golgariten aus allen Ländereien gekommen, sondern auch von ungebetene Gäste haben ihren Ruf gehört und sind festgesetzt worden. Jandrik hört von eingekerkerten Gefangenen in der Burg Mersingen. Golgariten sind eingesperrt worden. Golgariten aus Al-Anfa. Das hat Borondria gemacht? Ja. Der Markgraf und andere wollten sie sofort töten lassen, als sie angekommen sind. Allerdings hat Borondria dafür gesorgt, dass sie nur gefangen gesetzt werden und entwaffnet und befragt. Und sie konnte sich leider nicht dazu durchsetzen, denn eigentlich war ihr Anliegen, selbst die Golgariten aus Al-Anfa mit an Bord zu holen bei der Befreiung der Ostrabenmark. Da konnte sie sich allerdings nicht gegen den Rest des Ordens durchsetzen, der vehement dagegen war. Denn schließlich sind das Abfällige, Abtrünnige, die einen anderen Ritus haben und überhaupt nicht dem eigentlichen Wollen Borons nachhängen. Viel mehr in einem Tod nachstreben, anstatt dem Schweigen und dem Träumen, dem Schlaf. Ein tiefes Zerwürfnis innerhalb des Boron-Kultes zwischen Al-Anfa und dem Norden, das sich hier wieder Bahn gebrochen hat. Die beiden Kulte sind sich spinnefeind und das hat sich hier fast im Tode der beiden Golgariten aus Al-Anfa Bahn gebrochen. Allerdings hat Borondria dafür gesorgt, dass sie nur gefangen gehalten werden. Man munkelt, dass sie mit ihnen unter einer Decke steckt, weil sie wichtige Informationen über einen geheimnisvolles Orakel haben. Und man vermutet, dass sie deswegen gekommen sind, um ihr diese Informationen zu geben? Das ist widersprüchlich. Die einen sagen das, die anderen behaupten, dass sie sie gerufen hat, um die Heere zu verstärken mit den Truppen aus Al-Anfa. Was allerdings sämtliche andere Fraktionen sofort abgelehnt haben. Die verdorbene und böse Stadt im Süden sollte sich nicht beteiligen an der Befreiung der Ostrabenmark. Das wäre den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, wenn man im weltlichen Sprich bleibt. Und die Truppen sind auch nie gekommen dann? Nein. Weil die Gesandten sind ja eingekerkert worden. Hm. Verstehe. Ja, ich sinne einige Zeit über diese neuen Informationen und versuche dann aber, wie gesagt, auch noch andere Dinge, einfach Truppenbewegungen, wer hier mit wem und so weiter, so Stück für Stück über den Tag hinweg herauszufinden. Es gibt noch mehrere innerordentliche, also im Orden Strömungen,
die entzwei gehen und sich mit Borondria halt kritisch auseinandersetzen. Zum Beispiel gibt es eine Strömung, und du siehst es auch, während du im Herrlager umherschweifst, deutlich, dass sich einige der Golgariten, die hier unterwegs sind, einem sehr, sehr strengen Ritus unterzogen haben. Und das sind nur Männer. Und jedes Mal, wenn eine weibliche Golgaritin ihnen über den Weg läuft, wird schon fast ausgespuckt vor dieser Frau. Und wie nennen die sich, diese Gentlemen? Die haben keinen Unternamen. Allerdings, wenn du dich mit denen irgendwie unterhältst oder in ihrer Nähe aufhältst, kriegst du schnell mit, dass sie den Orden von innen reinigen wollen. Und reinigen heißt, alle Frauen aus dem Orden auszuschließen. Denn nur Boron als männlicher Gott dürfen nur Männer dienen. Und der Ausdruck, dass der Orden so zerrüttet und innerlich so zerbrochen ist, ist, dass eine Frau an der Spitze ist. Verstehe. Dann gibt es noch Mystiker, die sich total zurückgezogen haben, kaum noch sprechen, von denen du schwer irgendwelche Informationen ausholen kannst, außer das, was die anderen über sie sagen. Die sind allerdings relativ darauf bedacht, den Orden von innen zu erneuern und durch ihre Riten stark zu machen. Man fordert, dass man sich aus den vergangenen Sachen und den vergangenen und alten Streitigkeiten löst und nach vorne blickt. Und sie sehen die Befreiung der Ostrabenmark als Chance, den Orden wieder neu auszurichten. Und dann aber stark zu machen in rituellen und weniger militärischen Strukturen. Ein sehr merkwürdiges Gemenge. Der Orden, aus dem du kommst und für den du vertreten hast in der Ostrabenmark, stellt sich dir das allererste Mal vielleicht als wirklich bunter Flickenteppich dar, anstatt als eine Kraft, die stark hinter dir steht. Und dir wird irgendwann klar, dass du dich auf irgendwann auch für eine der Fraktionen entscheiden werden musst. Wenn du im Orden bleibst. Verstehe. Und wie groß scheint mir noch der Einfluss Borondrias? Er ist insofern da, als dass sich alle Fraktionen noch nach ihrem Willen richten, wenn sie denn wirklich darauf pocht. Ganz aktuell, diese Abzugssache, die der Markgraf entschieden hat, da hat sie sich wohl über ihn hinweggesetzt in einem öffentlichen Streitgespräch und hat ein Machtwort gesprochen. Und dann hat sich jeder gefügt. Knirschend, aber man hat es getan. Führte allerdings jetzt dazu, dass sich viele Leute das Maul zerreißen hinter ihrem Rücken. Von Führungsschwäche sprechen und von Angst, nicht in die Ostrabenmark eindringen zu wollen. Und mein Onkel hatte angedeutet, dass mit ihr in der letzten Zeit auch irgendwas nicht stimme. Was sagen da die Leute dazu? Ja, sie hat sich zurückgezogen. Immer mehr zurückgezogen. Früher war sie viel präsenter und viel führungskräftiger. Sie hat abgenommen, sehr abgemagert, sagt man. Und haben die Leute total Vermutung? Asketisch, was dieser Mystiker-Fraktion sehr, sehr gut gefällt übrigens. Okay. Und sie sind sehr viel über Bücher nach und über Orakel und Träume. Und hat weniger das Wohl des Ordens an sich im Kopf, zumindest ist das die allgemeine Meinung gerade, sondern sind immer noch irgendwelchen mystischen Dingen nach, und die nicht greifbar sind für die meisten Leute hier. Na gut. Aber sie vertrauen ihr.
Dann verbringe ich jetzt erstmal den Tag damit, mir das weiter anzuschauen. Dann wird auch dir irgendwann dieses Gerüchte-Ding auffallen, was unter den Soldaten halt auch herrscht, dass diese Amazonen-Assassinen Männer getötet hat. Und dann fällt dir auf, dass ein Aspekt, den du nicht in die Welt gesetzt hast, denn das Gerücht stammt ja von dir. Aber der Amazone nicht, ich habe nur gesagt, ja, dass sie das ist. Das ist verwoben, weil du auch von Amazonen gesprochen hast. Okay. Das geht ja sehr schnell. Aber da kommt eine Sache zu, die nicht aus deiner Feder stammt oder auch die du dir nicht erklären kannst, nämlich das Wort Kopfgeldjäger fällt einige Male. Naja, gut. Amazonen, Kopfgeldjäger, Assassine ist jetzt nicht so viel weiter hergeholt. Also da machen wir jetzt erstmal keine Gedanken. Vielleicht eine Weiterspinnung der Soldaten, ja. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ja, tatsächlich nicke ich das erstmal mit einem Lächeln, dass ich das höre. Schleicht sich automatisch ein Lächeln auf meine Lippen. Aber ich bin zu sehr in diese Politik verstrickt und zu sehr in Gespräche. Und weil die mir natürlich auch unglaublich sympathisch sind, diese sexistische Gruppe, möchte ich mich auch mal mit denen ein bisschen nähern und auch schon so ein bisschen andeuten, dass es ja mal Zeit wird, dass dieses Frauengesocks, also bei dem einen oder anderen Gespräch mit dem einen oder anderen mal hier rausgekehrt wird. Aber nur so nebenbei, vielleicht ja. Beim auf der Toilette sein oder so. Die sind auf jeden Fall auf der Seite des Markgrafen, so schnell wie möglich alles mobil zu machen und diese Heretiker aus dem Osten zu vertreiben. Und möglichst schnell auch Borondria abzusetzen, durch einen männlichen Großmeister zu ersetzen. Wer auch immer das sein soll dann. Ich bin sehr, ich gebe mir sehr große Mühe, keine klaren Aussagen über meine Position zu geben. Aber gerade bei dieser Gruppe deute ich leichte Sympathie an. Ja. Okay. Nach einiger Zeit wird Elena Besuch bekommen von Remor und Sturmfels, den du eigentlich auch noch nicht getroffen hast, glaube ich, oder? Sind sie schon getroffen? Persönlich ja noch nicht, nein. Sie haben sich nur, hat beim Reingehen hat entsprechend gesehen. Hast du ihn schon mal gesehen, ja. Also, okay. Ja, aber sonst so Namen dazu nicht. Dann kommt er vor, steht dann irgendwann vor dir. Boron zum Gruße. Ist Jandrik nicht mehr da? Nein, Jandrik hat sich, ist gegangen. Der wollte sich ein bisschen die Beine vertreten. Mal wieder einen klaren Kopf kriegen nach der Sache von heute Morgen. Von Sturmfels ist mein Name. Ich bin der Ausbilder von Jandrik. Und ich habe etwas für seinen Freund hier. Ah, ja, ich bin die Lena von Kokum. Was habt ihr denn? Ach, ihr seid die Amazonen-Assassinen. Nur Amazone, nicht Assassinen. Das schließt sich gegenseitig aus. Hm. Ja. Dachte ich mir. Ich hab schon ein, zwei Mal an Amazonen getroffen und dieses Assassinen-Ding passt nun überhaupt nicht zur unserer gefälligen Arbeitsweise. Das stimmt wohl. Naja, wie dem auch sei, ich habe hier ein Fläschchen von Frau Rattel. Ja, hat sie irgendwas dazu gesagt? Es ist wohl eine Heiltinktur. Sie meinte, euer Pareine-Novize würde wohl wissen, wie man damit umgeht. Okay, gut, dann nehme ich sie und dann schauen wir, wann wir sie einsetzen. Vielen Dank. Gut, ihr habt sie aber nicht von mir. Also sagt Frau Rattel nicht, dass ich sie euch gebracht habe. Wenn sie euch darauf anspricht, auf die Tinktur, sagt, dass ihr sie von Elurion habt. Warum das, wenn ich fragen darf? Nun, ich habe ihn geschickt und Frau Rattel kann mich nicht leiden und ich sie nicht. Also. Aber dennoch überbringt ihr das selber und lasst es nicht Elurion hier hinbringen. Elurion hat
hat zu tun. Er hat das gerade so erledigt und musste dann seinen eigenen. Er ist Leibwächter von einer. Ja. Hohen das habe ich mitbekommen. Ah, gut. Das habe ich gestern mitbekommen. Ja. Na ja, gut. Und sie ist wohl auf eine Unterredung zu Borondria gerufen worden und er musste mit. Ah, habe ich am Rande mitbekommen. Da war irgendwie Bewegung am Zelt. Hm. Da war es generell sehr viel los. Also. Ja, das gibt sich hoffentlich bald. Die ersten Befehle von Borondria lauten, dass wir den Todeswall durchsuchen sollen und sichern sollen. Wir sollen die Fallen, die irgendwo aufgebaut sind, eventuell alle unsicher machen, also sichern und sollen das Gelände hinter dem Todeswall sichern. Und das ist eine sehr gute Maßnahme. Schauen, ob sich noch irgendwelches abartiges Zeug in diesem Wall verschanzt hat. Davon ist auszugehen. Wir haben nur einen Bruchteil dieses ganzen Konstruktes gesehen und das war genug. Ich denke, dort werden auch viele Geister unterwegs sein, oder? Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Wir sind auf einige Untote getroffen. Waren ganze Räume voller Untote. Ich kann mir gut vorstellen, dass es viele verlorene Seelen dort gibt. Auf der anderen Seite definitiv. Also es ist nicht zu empfehlen, des Nachts auf die andere Seite, aufs Schlachtfeld zu betreten. So, wenn seht ihr das? Die Weisheit unserer Großmeisterin ist. Daran hatte ich überhaupt nicht gedacht zuerst. Aber indem wir den Wall sichern und das Gelände, haben wir vielleicht auch die Zeit, diese Seelen zu befreien. Hunderte, Tausende von Seelen. Das komplette Schlachtfeld ist in Aufruhr des Nachts. Und wir sind die ausführende Hand Borons. Wer außer uns sollte ihnen den Übergang erleichtern? Niemand außer dem Herrn Boron selbst kann das besser. Wie ich schon sagte, wir sind seine Hand. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Nun, also das Fläschchen und ja. Ja, ich nehme das entgegen. Grüßt Jandrik von mir. Mach ich. Wenn er sich wieder blicken lässt. Dreht sich wieder um. Schaut noch mal über die Schulter. Kokum, nicht wahr? Mhm. Ja, Kokum. Mein Beileid. Danke. Geht dann. Und Elena geht ins Zelt und stellt diese Flasche neben das Bett von Astanio. Mal schauen, wann du das dir zu Gemüte führen möchtest, wa? In dem Moment wacht Astanio das erste Mal auf und krümmt sich vor Schmerzen, weil es unglaublich weh tut. Was hast du gesagt? Bleib liegen, nicht bewegen. Hier, trink das. Und sie flößt ihm von dem anderen Getränk, was Oskar dagelassen hat, noch was ein. Was ist das denn? Trink das, das hilft gegen die Schmerzen. Oh, das schmeckt ja scheußlich. Ich habe leider nichts, um da irgendwas reinzutun. Aber die bittere Medizin ist die beste Medizin. Das ist alter Militärsprech. Tja, was soll ich sagen? Wie lange? Was, wie lange? 2, 3 Stunden? Das fühlt sich wie Tage an. Und das Tanio bewegt sich so leicht. Bleib liegen, sonst reißt es auf. Oskar hat dir deine Paste drauf getan. Ah, ja, okay. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wann ich aus. Weil ich zusammengefallen bin. Willst du es wissen? Nein. Du willst es nicht wissen, eben. Irgendwann. Ich habe auch nicht genau gezählt. Irgendwann war es vorbei. Nicht alle haben es ausgehalten bis zum Schluss. Einige sind gegangen. Gerade die Jungen unter den Soldaten und Soldatinnen. Das dachte ich mir. Wir haben uns das auch nicht immer gerne angeschaut. Tja.
Also ich glaube, das erste Mal, dass ich... Abschreckung nennt man das. Ja, vom Allerfeinsten. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mich wirklich so ein alter Mann auch fühle. Sich dir nicht zu verdenken. Oh, wo sind die anderen? Unterwegs, draußen. Jandrik ist draußen unterwegs. Ausgewollte frische Luft schnappen, vielleicht kommt er gleich auch wieder. Die haben noch gesagt, wir sollen gleich los und dann ist fertig. Es gab einen, der Befehl, das zum Aufbruch kam wohl vom Markgrafen. Und Borondria hat sich gegen ihn gestellt, hat sich über seinen Befehl, als Vorsteherin des Ordens, ist sie ihm im Rang höher, habe ich von Jandrik erfahren. Und hat gesagt, wir bleiben hier und sichern erst den Wall und das Schlachtfeld. Oh, wunderbar. Auch noch Politik in der ganzen Geschichte. Ja, super. Ja, und Politik vom Allerfeinsten, wenn ich mir das draußen gebe. Es geht immer um Politik. Es geht immer um Politik. Mach dir darum keinen Kopf. Sieh zu, dass du heilst. Ja. Du trink noch was hiervon. Oh, boah, Mann. Oh, das ist wirklich furchtbar. Ja. Wein oder so würde die Wirkung nur mindern. Es soll ja auch gar nicht gemindert werden. Eigentlich möchte ich gar nicht das Zeug überhaupt nehmen, aber... Tja. Ist dann noch die Frage, wann du das Fläschchen hier nimmst. Was für ein Fläschchen? Lena... Jandrik hat wohl über seinen Onkel von Sturmfels bei den Magiern anfragen lassen, ob sie etwas haben, um deine Schmerzen zu lindern. Und die gute Magister Magna hat ein Fläschchen vorbeibringen lassen. Schmerzen lindern, ja? Ich kenne mich mit den Tränken nicht aus. Da bist du. Ich? Nee. Auch keine Tränke. Nee, in Alchemie war ich aber schlecht. Nee. Nee, ich hab eher die Sachen verursacht, für die man Alchemie gebraucht hat. Nie selber Alchemie, nee. Das kann ich mir auch nicht. Also, naja. Also, ich glaube, das einzige Mal, als ich halbwegs was geschafft habe, ist mir der Kolben explodiert. Genau. So war das. Oh, uncool. Das ist unschön. Wir hatten damals dann keinen Unterricht als Burschen. In der Klasse war ich ziemlich beliebt deswegen. Bei den Magistern eher weniger. Kann ich mir vorstellen. Also warst du ein Schlitzohr damals, bevor du ein Frauenschwarm wurdest? Frauenschwarm? Was soll das denn heißen? Das klang mit der Dame, die du vergisst. Du weißt, wovon ich... Naja, egal. Also jetzt ruh dich aus und sei still. Da schläft man die ganze Zeit und das Erste, was man von der Frau hört, ist, dass man wieder die Klappe halten soll. Na, schönen Dank auch. Du solltest dich schonen. Wenn du jetzt sprichst, das bewegt den Rücken und reißt die Wunden wieder auf. Ah, ist ja gut. Und das Dalio schließt dir die Augen und versucht ruhig zu atmen. Kannst du es dir mit dem Trank ja nochmal überlegen? Wenn wir in den Zeiten in den Osten wollen, wirst du nicht drum rumkommen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in den Osten kann. Ich habe keine Ahnung, was die Frau Rattel überhaupt möchte, was ich tue. Wenn ich richtig Pech habe, dann werde ich irgendwo an einem Grenzposten landen und Schafe zählen. Du hast dir bei der Verhandlung doch zugehört. Sie will dich, es klang fast so, als würde sie dich ja wirklich in den Osten schicken wollen, oder? Habe ich das falsch interpretiert, von wegen dich einsetzen, wenn du die Nekromanten kennst? Als Waffe? Wie sie dich bezeichnet hat. Das stimmt auch wieder. Vielleicht stattet sie uns ja dir noch in den nächsten Stunden einen Besuch ab. Oder morgen. Darauf würde ich sogar wetten. Ich gehe mal wieder raus, die Luft hier drin ist doch ein bisschen stickig. Mach das mal. Bis später. Die Lena tritt wieder vors Zelt, setzt sich wieder an die Zelttür.
so halb im Zelt, aber außerhalb vom Zelt. Während du aufstehst, wird Aszano dir noch hinterrufen. Elena? Hm? Danke. Kein Thema. Absolut nicht. Er zuckt nur mit den Achseln, verzieht dann dabei das Gesicht und... Die Zeit geht voran, während Jandrik seine Informationen einholt, Mora auch durch das Camp streift, um ihrerseits Informationen einzuhalten und Osko auf der Kiste sitzt, die Beine baumeln lässt und ein bisschen ausruht. Elena ihrerseits vor dem Zelt Astanio bewacht. Osko bekommt irgendwann Besuch auf seinem Beobachtungsposten oder seinem Ausruhposten, nämlich Kasmine nähert sich. Winkt dir schon von ferne. Erst spät sieht Osko Kasmine wirklich. Er schaut ein wenig leeren Blickes an ihr, ist vorbei. Vielleicht als sie das zweite Mal in seine Richtung winkt, schaut er in ihre Richtung, zuckt ein wenig und oh, ihr seid's. Hallo. Hallo, Osko. Darf ich mich zu dir setzen? Ja, klar, bitte. Was machst du denn hier? Ich habe dich überall gesucht. Gesucht? Ich brauchte etwas Zeit, um auszuruhen und über einige Sachen irgendwie nachzudenken. Darf ich fragen, über welche Sachen? Alles. Es ist so viel passiert in den letzten Tagen. Und ich muss ein wenig meine Gedanken und Gefühle ordnen. Das, gerade dann jetzt auch noch das mit Astanio war, es war ein bisschen viel auf einmal. Stehe. Also, wenn du jemanden zum Zuhören brauchst? Osko schaut kurz in die Richtung. Ich bin gut darin, Gedanken zu ordnen, sagt man mir nach. Ich möchte auch euch gar nicht mit meinem Sprechen belasten, aber... Es gehört zu meiner Aufgabe. Und zu deiner irgendwann auch. Wie ich gesehen habe, bist du schon ziemlich gut darin, Wunden zu verarzten. Ja. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, Wunden zu bearbeiten, die man nicht sehen kann. Ich verstehe. Osko nickt einige Male. Es ist eigentlich genau das. Ich habe von klein auf nichts anderes gemacht als das. Ich habe von Kindheitstagen an gelernt, was es heißt, Wunden zu versorgen, sich den Kranken zuzuwenden, ein eben Novize zu sein. Denn ich hatte immer eine Aufgabe in meinem Leben. Bis ich klein war, war ich bei meinem Meister, meinem Ziehvater. Danach hatte ich die Aufgabe, in den Osten zu gehen. Dann hatte ich hier die Aufgabe, im Osten, meine Aufgabe weiterzuführen. Und ich war immer, versteht ihr, ich war immer eingespannt. Ich hatte nie Zeit. Ich weiß auch nicht, das klingt. Aber ich hatte nie die Gelegenheit, Sachen zu erleben, wie die andere Menschen in meinem Alter erleben konnten. Ich hatte nie ein Gelage, auf dem ich angetrunken mit anderen Damen getanzt habe. Ich hatte keinen... Dafür hast du gestern ziemlich gut tanzen können. Ja. Das war der Punkt. Gestern war das allererste Mal, dass ich das mit anderen Leuten tun konnte. Ich habe es nie gesagt, aber
Ja, ebenso. Das war damals im Osten immer Brauch von mir, dass ich früh morgens aus dem Dorf, aus einer oberen Wacht schlichen habe, damit ich wenigstens ein bisschen Zeit für mich hatte. Wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut, als Waren anzunehmen, zu verkaufen, Leute zu bewirten, das Vieh zu heilen, alte Bauern mit Salben zu versorgen oder ihnen Tees aufzubrühen, dann ich habe manchmal vergessen, dass ich auch noch selbst ein Mensch bin. Da habe ich für mich alleine immer tanzen geübt. Ich habe mir die Lieder, die ich aus Kindheitstagen kannte, habe ich mir selbst vorgesummt und haben überlegt, wie man dazu tanzen könnte. Wie andere vielleicht zu diesen Liedern getanzt hätten. Oder dazu tanzen. Gab es denn niemanden, mit dem du hättest tanzen wollen? Es gab einige, mit denen ich tanzen wollte. Aber irgendwas in mir sagte immer nein, dass ich das nicht sollte. Dass das nicht Teil meiner Aufgabe ist. Was ist mit diesem jungen Mädchen, die gestern mit uns getanzt und getrunken hat? Du hast irgendwas erzählt von... Ja, man... Dass du ihr dein Leben verdankst. Ja, mein Mora. Ja. Das war. Sie hat mich gefunden, als ich da auf dieser Ebene lag, blutend. Und sie hat mich ins Dorf gebracht. Aber nein, ich glaube, Mora ist... Ich glaube, sie ist nie der Typ, aber ich habe sie auch nie gefragt. Es gab nie die Gelegenheit dazu. Oder vielleicht habe ich sie einfach nur noch nicht gesehen. Ach, ich weiß auch nicht. Haben wollen. Vielleicht auch das. Wie gesagt, ich bin etwas hin und her gerissen. Ich stehe so kurz davor, mein Ziel zu erreichen. Oder beziehungsweise meinem Ziel endlich nachgehen zu können. Das kommt dem eigentlich schon gleich. Aber gestern, die kurze Zeit, wo wir getanzt haben, wo wir um das Feuer gesessen haben und getrunken haben, das hat mich daran erinnert, dass ich sowas vorher noch nie hatte. Ich bin jetzt über 20 Sommer alt und ich habe das Gefühl, dass ich so viel verpasst habe. Und da kam mir der Gedanke, es vielleicht nachholen zu müssen, aber ich verstehe den Konflikt. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, es war viel los. Die letzten Tage, der Wall, alles zuvor, unsere Reise dorthin, dann die Strafe von Astanio und... Weißt du, Asko, es gibt kein Normalsein, was du nachholen musst. Für jeden ist das Leben einzigartig. So hat die Herrin Zar uns gemacht. Das ist ihr Geschenk, die Vielfalt. Aber wenn du tief in dir drin ein Verlangen spürst nach irgendetwas, warum machst du das nicht zum Ziel, wenn du schon dabei bist, Ziele zu befolgen und dich dem großen Ziel schon so nahe wirkst und die... Warum nicht auch kleine Nebenziele? Einen Tanz hast du jetzt schon hinter dir, war gar nicht so schlecht. Danke. Asko starrt auf den Boden. Vielleicht habt ihr da recht. Wenn du mich fragst, ob ein Nebenziel sein Geltungsbedürfnis oder seine Berechtigung hat, dann kann ich dir darauf keine eindeutige Antwort geben, weil du das nur selber kannst. Wenn du ein Verlangen hast, würde ich sagen, ist es gesund, ihm nachzugehen. Zumindest zu erfühlen und zu ertasten, ob es das für ein Richtige ist oder ob du nur einem Illusion hinterherjagst.
Und sicher, die Herrin Travia hätte es wirklich gerne, wenn du vielleicht eine Familie gründest oder so. So steht es immer geschrieben. Und das wird dir jeder Travia-Geweihte einflüstern wollen, aber es gibt auch viele, die keine Familie gründen und trotzdem ein erfülltes Leben haben. Ich muss einfach darüber nachdenken, dass ich irgendwie mein ganzes Leben lang bisher immer Ziele, nie selbst mein Ziel bestimmen konnte. Es war irgendwie immer von anderen vorgeschrieben. Oder ich, aber du hattest einen Laden. Hast du den aus Zwang übernommen? Zwang nicht wirklich. Du hast Freunde, diesen Astanio. War das Zwang? Nein. Also hast du selber entschieden, dass er ein guter Freund ist. Aber ich habe selber für mich entschieden, dass ich irgendwie mich in der Pflicht sah, diesen Laden zu übernehmen. Ich habe mich in der Pflicht gesehen, jeden Abend, jeden Tag, wenn die Sonne aufging, den Laden zu öffnen. Ich habe mich irgendwie in der Pflicht gesehen, die Pflichten im Dorf über meine eigenen Bedürfnisse zu stellen. Das wurde mir so eingetrichtert, dass die Arbeit und dass meine Werke über allem anderen stehen, dass ich niemals die Faulheit obsiegen lassen soll. Immer arbeiten, hart arbeiten. So sagt es ja auch die Herrin Pereine. Ja. Nur dann, wenn man sät, kann man Früchte ernten. Allerdings, Osko, ist das nur die halbe Wahrheit. Denn es gibt auch wilde Fruchtbäume, die niemand gesät hat, aktiv. Osko nickt. Was hast du gesät? Was meinst du? Was ich gesät habe? Hast du die Saat ausgebracht und konntest sie schon ernten? Noch nicht. Würdest du das gern? Würdest du gern sehen, welche Frucht deine Arbeit trägt? Das hoffe ich bald. Ich hoffe, dass ich die Früchte einholen kann, wenn wir wieder gen Osten ziehen. Ich glaube, das fehlt. Die innere Genugtuung der Ernte. Das kann sein. Ein Bauer, der immer nur sät und nichts erntet, geht irgendwann zugrunde. Das war auch der Sinn meiner Aufgabe. In einem Land, in dem man nichts ernten kann, wieder den Zyklus der Vereine zu etablieren. Daran arbeiten wir. Ja. Aber weißt du, ja, also, recht. Du bist nicht alleine. Du musst nicht alleine arbeiten. Nicht alleine den Laden aufschließen. Jetzt sind wir ja auch noch da. Jetzt bist du wieder im Schoße des Ordens. Wir stehen alle hinter, neben dir. Wir unterstützen dich in allem, was du entscheidest zu tun. Und wir vertrauen dir. Ich kann dir nicht sagen, dass die Arbeit weniger wird, aber ich kann dir sagen, dass die Herrin Pereine mit Wohlwollen auf dich herabblickt, ob deine Entbehrungen. Und wenn du dich entschließt, einmal ein bisschen fünfe gerade sein zu lassen, dann bin ich mir sicher, lächelt sie auch dann noch mit Freude auf dich herab. Ich kann wirklich gut zuhören.
habe gesehen, wie die anderen dich ansehen, Osko. Vielleicht musst du das einfach mal ernten. Schau dir die anderen, deine Gefährten an. Jandrik, Castanio, die Amazone, diese Mora. Schau sie dir genau an, wenn sie dir mit dir reden. Und ernte. Freundschaft. Du bist nicht alleine. Nie gewesen, wenn ich das mal vermuten darf. Apropos Freunde und alleine. Ich sollte mal nach meinem guten Freund schauen. Ich sitze schon, glaube ich, zu lange hier. Eine Sache noch, die damit nur am Rande zu tun hat, weswegen ich dich eigentlich gesucht habe. In dem Moment springt Osko von der Kiste. Ja. Diese Mora. Mhm. Ich habe jemanden im Lazarett behandelt, die von ihr sprach, die sie wohl von früher kennt. Von früher, okay. Ein relativ junges Mädchen, die schlecht über sie geredet hat. Und ich wollte ihre Vorwürfe mit dir besprechen, weil du sie ja gut kennst. Dass nur Gerüchte oder irgendwelche neidischen Anwandlungen sind oder so, oder das irgendwie Hand und Fuß hat. Was macht diese Mora? Sie hat Menschen geholfen, die Pässe zu überqueren, aus dem Osten zu fliehen, in den Westen zu kommen. Ganz uneigennützig? Das uneigennützig war, weiß ich nicht. Ist halt immer noch eine Geschäftsfrau. Sie handelt halt. Verstehe. Ihr Gesicht wird dann ein bisschen traurig. Warum? Was ist denn? Das passt zu den Sachen, die mir erzählt wurden. Gab es euch im Dorf einen Grammar oder so? Fällt Osko da was ein? Nein. Osko schüttelt den Kopf. Nein, noch nie gehört. Diese Frau behauptet, dass Mora diesen Grammar getötet hat. Mora? Ja. Dass sie ein Herrn Grammer, ein 12-göttergläubigen Mann, auf Geheiß der Drachengarde und des Nekromantenrats als Kopfgeldjägerin getötet hat. Osko kneift die Augen zusammen. Mora. Hm. Nein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Ich würde behaupten, ich kenne Mora schon eigentlich ganz gut. Nein. Also, wer auch immer das gesagt hat. Nein. Könnte ich mir nicht vorstellen. Vielleicht sprichst du mal mit ihr darüber. Das kann ich machen, ja. Werde ich tun. Ich habe dieser jungen Frau gesagt, dass sie nicht schlecht über andere Leute reden soll. Da habt ihr auf jeden Fall recht, ja. Und nicht über Mora. Das ist bestimmt nur eine Verwechslung. Aber es tut gut, aus deinem Munde zu hören, dass es so total aus der Luft gegriffen ist. Also, dann weiß ich es, dass ich es mit einer zerrütteten Seele zu tun habe, was diese Frau angeht. Wie sie darauf kommt. Vielleicht. Aber wenn sie von früher kennt. Sie ist nur geflüchtet. Vielleicht sollte ich mal mit ihr sprechen. Also, wenn ich da Näheres. Also, ich werde Mora mal darauf ansprechen. Tu das.
diese Frau heißt Arnhild. Arnhild. Sie liegt noch im Lazarett? Nein, nein, ihre Verletzung war nur... war nicht der Rede wert. Also er hat ein paar Schürfwunden, ist hingefallen beim Arbeiten. Ja. Okay. Damit wir sie vielleicht noch leichter finden. Könnt ihr mir sie kurz beschreiben? Eine junge Frau mit dunklen Haaren. Vielleicht diese Größe. Ein ziemlich schmutziges Gesicht, obwohl, das habe ich ja versucht sauber zu machen, aber da war der Dreck schon ziemlich dick. Ich vermute, die arbeitet mit irgendeinen aus diesem Gargaritenorden und macht die Drecksarbeit. Weißt du, Unrat weg und sowas. Na gut. Ich werde sie gleich suchen. Vorher sollte ich nur noch mal nach Astania schauen. Sollte mittlerweile ungefähr wach sein. Gut. Osko erinnert sich auch an die Szene im Lagerfeuer, wo die dicke Köchin eine Arnhild immer herumkommandiert hat. In dem Moment, wo Osko sich schon zu gehen wendet, hält er kurz inne, spielt diese Szene erneut in seinem Gedächtnis ab. Arnhild. Ich wusste, ich habe den Namen schon mal gehört. Aber Kasmine. Ja. Danke nochmal. Für das Gespräch. Immer gerne. Und heute Abend vielleicht einen Wein? Um das aufzuholen. Gerne. Ja, gerne. Dann freue ich mich. Und Osko geht los. Und trifft dann irgendwann am Zelt wieder ein. Ja, Elena hat sich tatsächlich, ist jetzt neben dem Zelt auf einem freien Platz und macht tatsächlich Kampfübungen. Also sie steht da mit dem und hantiert mit dem, kämpft mit dem Säbel, macht Schattenübungen, Schattenkampfübungen. Sie hat irgendwie ein bisschen leichte Übungen. Hallo. Ein bisschen trotzdem. Achte nur auf deine Schulter. Was? Oh, ja, natürlich. Ja, Elena macht dann auch. Ist der schon wach? Ist der schon wach? Moment, Elena steckt das Schwert weg, den Säbel. Kommt dann. Das hat gut getan. Ja, er war eben kurz wach. Ich weiß nicht, ob er jetzt noch wach ist. Ich würde einmal kurz nochmal nach ihm schauen. Mach das. Ich gehe mir die Beine vertreten. Ist das okay? Ja, klar. Geht ruhig. Und die Lena geht dann auch nur spazieren, gucken, ob sie irgendwo was zu essen aufgetrieben kriegt. Bei Astanio öffnet sich dann die Zeltplane und Osko tritt hinein. Astanio? Astanio, der gerade ein bisschen döst, wird so leicht sein rechtes Auge öffnen, dann zum Eingang des Zeltes spähen. Ah, der verlorene Sohn. Ihr braucht nicht so viel reden. Kuriert euch aus. Ich wollte nur noch schauen, wie es euch geht. Umständen entsprechend, würde ich mal sagen. Euer Rücken sieht furchtbar aus. In dem Moment lüftet Osko kurz das Laken, was er über ihn gelegt hat. Zumindest etwas, was mit meinem Gesicht in Konkurrenz steht, was? Sehr witzig. Astadio kichert und kurz danach. Wirklich Sorge. 60 Peitschenhiebe. Stellt euch das mal vor. 60 Peitschenhiebe. Willkommen beim Militär, mein Junge. Ja, ich hoffe, wenn... Das ist keine übliche Praxis im Militär. Die üblichere Praxis ist, dass in meinem Fall, dass der Kopf abgeschlagen wird oder dass man gehängt wird. Oder... Also das ist doch recht glimpflich. Ja, glimpflich, ja. Nun gut, wie geht es euch? Wie geht es mit den Schmerzen? Braucht ihr noch etwas von der Tinktur? Ich sehe, ihr habt ein bisschen was getrunken.
Ja, es wurde mir eingeflößt von gewissen Amazonen. Da tun gewisse Amazonen auch recht. So ganz kann ich da nicht zustimmen. Schließlich habe ich mir das Ding selber zuzuschreiben, ne? Wie auch immer, ihr solltet das trinken. Es beschleunigt die Heilung. Das ist es ja gerade. Ich weiß gar nicht, ob ich das möchte. Sanio. Egal, was ihr wollt und was nicht, auf kurz oder lange Zeit wird es heilen. Die Frage ist nur, wie lange es dauert. Richtig. Wollt ihr wirklich so die nächste Woche verbringen oder noch länger? Wenn ich gerade den Schnitt hier sehe, denke ich mal noch länger. Ich weiß nicht. Was ist der Plan? Es kommt ganz drauf an, was Frau Rattel von mir möchte. Wenn sie mich wirklich zuschickt, wenn wir zu Rabenmark gehen und ich einsatzbereit sein muss, dann werde ich wohl übel etwas trinken müssen. Aber ich möchte es nicht übertreiben. Schließlich ist die Strafe nicht ohne Grund. Seht das, wie ihr wollt. Aber ihr sagt es schon, Frau Rattel wird ein Ziel dahinter haben. Deswegen trinkt es lieber mal. Wartet, ich mache euch noch mal einen Krug fertig. Bevor du das machst und Astanio versucht ein bisschen so mit seinem Kopf ja, Moment. Zu deuten. Die gut, Flasche da. Hören. Ja. Elena meinte, dass die irgendwer, beziehungsweise dass Frau Rattel mir die zugeschickt lassen hat, soll Schmerzen lindern. Ich hab keine Ahnung. Sie meinte, du hast da mehr Ahnung von. Dida? Dida, genau. Osko greift die Flasche und ist ein Korken. Ja, ist ein kleiner Korken obendrauf auf dem Fläschchen. Ja. Lass mich mal sehen. Osko öffnet dann den Korken, zieht ihn ab und riecht einmal an der Flüssigkeit. Ja, die Flasche ist dunkel, das heißt, man konnte nicht richtig durchsehen durch das Glas, also abgedunkeltes Glas. Wenn er jetzt irgendwie den Korken entkorkst, kommt sofort ein relativ zum ersten Augenblick süßlicher und dann sehr feuriger Duft in deine Nase, der halt irgendwie, ne, du atmest es erstmal ein und es duftet süßlich und daher riecht man es ganz gern und dann merkst du so wie im hinteren Bereich, als der Duft sich so irgendwie in deinem Riechsystem verbreitet hat, dass es dann von innen halt irgendwie feurig wird. So wie es, wenn man so ein süßes Chili gegessen hat, also den Geschmack so, dass die Schärfe und das Feuer später erst sich entfaltet, wenn man schon etwas davon gegessen hat. Kann Osko die Wirkung dieser Flüssigkeit abschätzen? Also, dass sie auf jeden Fall belebend wirken wird? Die wird wahrscheinlich sehr belebend wirken, ja. Aber so vom reinen Duft her kommt es dir, also sagt es dir jetzt erstmal nicht so. Du hast ja auch nicht so wirklich Erfahrung mit Alchemie. Hast du analysiert es mit seinen Rezeptoren? Ich kenne es nicht wirklich, aber allerdings habe ich auch nie sowas hergestellt bisher. In dem Moment hält Osko die Flasche hoch vor sein Auge, schüttelt das ein wenig. Und siehst du, dass dann so ein leichter Dampf sich aus der Flasche heraus geht? Also nicht nur der Duft, sondern wenn sich eine so ganz feine Wolke irgendwie daraus ergießt und es so, ja, vielleicht so eine Art Funken gibt, die so leicht glimmen. Sieht ein bisschen mystisch aus, wie es so irgendwie der Dampf sich so erhebt und dann so entfaltet vor deinem Auge und dann so leicht so flirrt irgendwie vor den Augen. Osko stopft den Korken wieder auf die Flasche. Ich würde auf jeden Fall vermuten, dass, nun, ich muss ehrlich sagen, ich habe wenig Ahnung davon, das ist was Mystisches, aber denk mal, ihr solltet schon trinken. Kannst du das mal unter meine Nase reichen? Geht das? Ja, klar. Osko kniet sich neben Astanio,
entkorkt die Flasche und dann wählt er dessen Duft zu Astanio. Kann Astanio da irgendetwas erkennen, was er sich aus seinen eher spärlichen Alchemiestunden zusammenreiben könnte? Das ist ein sehr, sehr starker Heiltrank. Wusste ich's doch. Das ist von wegen ein schmerzenslinderer Trank. Ein, zwei Tropfen und das ist alles weg. Ein Heiltrank. Ich dachte mir schon irgendwie sowas. Schmerzenlindernd ist es ja in dem Wege auch quasi. Ja, das ist so gar nicht das, was ich möchte. Aber gut, ich glaube, spätestens Jandrik reißt mir den Kopf ab, wenn ich hier weiter liegen bleibe. Wahrscheinlich. Haben wir einen Krug Wasser? Klar. Gib mir einen Moment. Tu mir den Gefallen und nehme, es muss hier irgendwo ein Löffel rumliegen, nehme einen kleinen Löffel, löse die ganze Suppe in dem Wasserkrug auf, nehme davon ein Glas ab und verdünne es nochmal mit einem Krug Wasser und dann trinke ich das. Dann sollte die Wirkung zumindestens, die Wunden viermal sollten dann geschlossen sein, aber die Schmerzen vielleicht noch wenigstens halbwegs da. Da diskutiere ich gar nicht drüber. Gut, dann machen wir es so. Und Osko tut so, wie Astanio ihm geheißen. Zwei. So. Wo bekommst? Ich hasse das Zeug. Und Astanio wird, so gut es geht, in einem Schluck versuchen, den Eiltrank hinunterzuwürgen. Den verdünnten. Den verdünnten, ja. Denn trotz der Verdünnung wirst du noch diesen feurigen Effekt in deiner Kehle spüren und Wärme, die sich durch den ganzen Körper zieht. Und dann ein sehr unangenehmes Ziehen aus den Wunden auf deinem Rücken. Trotz der ganzen Salbe und den betäubenden Mitteln und Räucherwerk, was Osko aufgefahren hat, schmerzt es unglaublich gerade. Oh, Gott. Gottes Willen. Ach. Tief durchatmen. Ich wusste schon, warum ich Alchemie immer geschwänzt habe. Osko lugt mal unter das Laken. Sind die Wunden noch da? Ja, die sind noch da. Nässen gerade unglaublich. Das lassen wir mal lieber drauf. Man sieht aber auch, dass sich einzelne Wundstücke beginnen zu schließen, aber irgendwie es arbeitet in der Verwundung. Das kann Osko als Heiler sehr, sehr gut sehen. Und das wird, wenn er das weiter, also wenn das weiter so geht, wird das unglaubliche Schmerzen verursachen. Nicht schlecht. Aber das, und Osko lässt das Laken wieder auf seinem Rücken fallen. Das wird noch sehr schmerzhaft wahrscheinlich. Ich denke mal, die Nacht werde ich nicht gut schlafen können. Naja, das kann ich auch sagen, ich habe es quasi so gewollt. Ich weiß nicht, wollt ihr. Ich kenne mich mit diesen alchemistischen Sachen nicht aus, aber da müsst ihr durch, Astanio. Dafür halt, es wird nicht enorm schnell. Ich weiß nicht. Ja. Und es war verdünnt. Ich könnte mir denken, wenn ihr den Rest trinkt, oder hat Astanio alles getrunken? Glaub nicht, oder? Ich glaube, in der Flasche ist jetzt höchstens noch höchstens ein Tropfen raus eigentlich. Also, und normalerweise trinkt man das wahrscheinlich ganz aus. Wenn ihr so eine Art Wiedergutmachung durch euren Schmerz haben wollt, dann würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall das Ding zu trinken. Allerdings wartet lieber, bis Elena da ist. Das wird sonst sehr, sehr bescheiden für euch. Oder ich könnte euch ein Beißholz besorgen. Dann schalte ich das ganze Lager zu.
Ja, und kaum, dass Osko Ilenas Namen nennt, steht sie auch schon mit dir. Was ist hier los? Astanio? Alles in Ordnung? Naja, ja, der Folterer ist nur angekommen. Der Folterer? Osko, was stellst du mit ihm an? Ich gar nichts. Frag das hier so Rattel. Naja, aber Ilena? Dein Schmerzenstrank macht ungefähr genau das Gegenteil von Schmerzlinderung. Das heißt, was mir der Bote gesagt hat, dass es hilft gegen die das Wunden, ist ein gegen Schmerzen. Ja, es hilft gegen Wunden, genau. Es ist aber absolut kein Trank gegen Schmerzen. Das war nur mein Vermutung. Das ist ein hochpotenzierter Heiltrank. Oh, praktisch. Ilena? Ja? Vielleicht solltet ihr Astanio festhalten. Astanio, ihr solltet den Rest trinken. Ich trinke ganz bestimmt nicht den Rest. Das kannst du vergessen. Osko schaut zu Ilena. Er sollte den Rest trinken. Dann hat er beides, was er will. Also, dann haben beide Parteien das, was sie wollen. Die Wunde heilt und Astanio wollte ja sowieso mit den Schmerzen leben. Kann er für eine sehr kurze Zeit mit sehr großen Schmerzen leben. Ich warne euch. Es würde die Wunden sehr schnell verheilen lassen. Da gibt es keine Diskussion, Osko. Was ist... Also ihr könnt es euch gerne anschauen. Der kleine Schluck, den er genommen hat, war schon unfassbar, was das bewirkt hat. Okay, zeig mal. Kommt her. Mhm. Osko lüftet das Laken. Tut instant wieder weh. Ja, das ist die Luft, die daran kommt. Aber das sieht echt fies aus. Aber seht da, die kleinen Schnitte sind schon verwachsen. Ja, das sieht echt... Mach das wieder zu, das sieht echt unschön aus. Ja. Aber es ist seine Entscheidung. Da hat er schon recht. Außerdem, ich könnte es ihm auch nicht einflößen. Sein Blick kommt vor den Göttern, Astanio, weißt du das? Wie bitte? Ilena beugt sich runter. Ich sagte, du bist ein Dickkopf vor den Göttern. Ja. Das stimmt. Trinke noch was. Hier, Ilena nimmt ihr, weil sie ja nicht weiß, das ist in den Krügen, was drin ist, einen von den Wasserkrügen, gießt ihm was ein. Hier, trink einen Schluck Wasser. Wasser würde ich nehmen. Ja, ich gebe dir reich. Ich habe einen von den Krügen, die da standen, genommen und gib dir das Wasser. Dann. Also jetzt mit oder ohne Trank? Ich habe einen von den Krügen genommen. Osko sagt dazu nichts. Moment. sieht man das? Das ist ein unhappy smiley. Ich würde sagen, es war ein Krug mit Heiltrank. In dem Moment, wo Ilena Astanio den Becher oder einen Schluck aus dem Krug einflößt, hat Osko, das könnte einer der Krüge mit dem Trank gewesen sein. Und Astanio hat zwar schon das meiste von dem Trank runtergeschluckt und spuckt sofort wieder alles aus, was er noch im Mund hat. Hey, du sollst das Wasser trinken! Oh, das ist der mit dem Zaubertrank. Ilena, du sollst ihn festhalten. Die Lena stützt sich auf die Schulter und hält ihn fest. Nein, Elena, lass mich sofort los. Wenn du mich jetzt nicht sofort los. Ich rede kein Wort mehr mit dir. Ich halte dich fest, dass du dich nicht selbst verletzt und hier runterfällst von der Pritsche. So wie du dich windest. Oder Stalio presst ganz doll die Lippen aufeinander. Osko, hältst du die Beine fest? Der hat immer noch ziemlich. Setzt sich am besten einfach drauf. Astanio atmet einfach kräftig durch die Nase. Ich kann mir sehr gut vorstellen, das ist enorm Schmerz. Aber dann müsst ihr durch. Mhm. Tief. Durch die Nase ein, durch den Mund wieder aus. Ganz ehrlich, davon, die Peitschenhiebe um einiges angenehmer. Ah. Du wolltest Schmerzen, jetzt leb damit. Ich wollte Schmerzen in 3 Wochen hier liegen. Das hätte, glaube ich, selbst die Ratte was dagegen. Und Borondria auch.
Und ich auch. In dem Moment kehren Jandrik und Mora zurück. Die laufen sich quasi vor dem Zelt in die Arme. Na, spazieren gewesen? Ah, Mora. Ich höre alle möglichen Gerüchte über dich. Offensichtlich bist du im ganzen Lager bekannt. Mhm. Ja, Amazonen-Assassinen. Da hast du ja was Tolles angestellt, Jandrik. Was? Warum? Weißt du nicht mehr, was du im betrunkenen Kopf gesagt hast? Ich? Ja, du. Ich habe keine Ahnung. Er schaut dich unschuldig an. Genau, genau. Ach, aber was für ein Schmarrn. Ich hoffe, das glaubt dir niemand. Es mischt sich mit allerlei Humbug noch dazu. Fast 3 Meter groß und schwertschwingend, eine Amazonen-Assassinin. Ich habe schon die lustigsten Auswüchse dieses Gerüchts gehört. Lächerlich. Aber mein Name hast du mit reingebracht. Herzlichen Glückwunsch. Ich wusste nicht, dass das so ein Problem ist. Ach. Naja, ein Name kann man auch ruinieren. Nein. Wenn man deinen Namen mit einem simplen Gerücht am Lagerfeuer ruinieren kann, dann ist der Name nicht viel wert, Mora. Hier im Westen habe ich noch gar keinen Namen, Jandrik. Hier bin ich ja niemand. Dann musst du dir doch auch keine Sorgen machen. Vielleicht hast du recht. Ist das Sastanio, der da gerade eben so aufgeschrien hat? Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich krempel mal die Zeltplane um. Ich schau mal rein. Und ihr seht wahrscheinlich einen strampelnden Nastadio, der gerade von Elena und Osko versucht wird, ruhig zu stellen. Ich Lena hält ihn ruhig, da kannst du aber sowas von drauf wetten. Mit der das einen Hand zwar oder so, vielleicht aus. Hat sie mit der Hand so mitten auf die Schulter, sich die Schulterblätter gedrückt und stützt sich da mit vollem Gewicht drauf. Ich glaube, wir kommen ungelegen, aber das Osko da, okay, ich mach die Plane wieder runter. Hey, kommt nicht ungelegen, ihr kennt Osko. Helfen mit anpacken. Ah, das ist, du hörst nur von draußen, das ist nicht so mein Ding, weißt du, ich bin da ein bisschen altmodisch. Einfach nur die Beine festhalten. Okay. Ah, Jungspund, ey. Klingt, ich weiß nicht so recht. Aber dann geht die Plane wieder auf und ein grinsender Jandrik schaut herein. Ja, Mora folgt ihm nach drin. Zwangsmedikation nehme ich an? Mhm. Dann halte ich ihn gut fest. Ja. Und Mora geht direkt an seinen Fuß und drückt ihn nach unten. Wenn er da so zappelt. Und das Teil presst aus seinen Lippen heraus. Das zahle ich euch allen noch heim. Du wolltest die Schmerzen, leb damit. Ich wiederhole mich da gerne. Und dass wir dich festhalten, ist zu deinem Besten. Wenn du gerne länger Schmerzen hast, kann ich dir gerne jeden Tag ins Gesicht schlagen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber diese Wunden können wir nicht gebrauchen. Okay. Gemein bin ich auch. Und es ist schon besser geworden, das Sonio. Mora blickt über die ganze Situation und sieht wahrscheinlich dieses kleine Fläschchen in der Hand von Osko. Das muss er trinken? Wir haben es schon ein bisschen verdünnt, aber ja, das muss er alles trinken. Und Osko deutet auf die Krüge. Nicht in diesem Leben. Halt ihm die Nase zu, irgendwann muss er Luft holen. Und Mora geht, dann steht sie direkt auf und beugt sich runter und hält ihm die Nase zu. Was hast du vor? 21, 22, 23, na, was knapp. Und sie nimmt den Krug aus Oskos Händen und wartet, bis er nach Luft schnappen muss. Astanio versucht so durch den Mundwinkel zu atmen. In dem Moment packt sie ihm
am Kiefer und drückt zu. Und zwar mit Kraft. Ein geübter Griff, den du Mora so gar nicht zugetraut hättest. Wir können das nicht gebrauchen, Astanio. Lass sofort meinen Mund los. Und sie drückt weiter zu. Ihr wollt nicht, dass ich euch so stark den Hals zudrücke, dass ihr ohnmächtig werdet. Dann ist das ganz leicht. Der Schluckreflex bleibt, auch wenn man ohnmächtig ist. Astanio funkelt dich einfach nur böse an. Fügt euch, alter Mann. Wir können solche kindlichen Sachen hier nicht gebrauchen. Wir brauchen euch aufrecht gehend. Und sie drückt weiter zu. Und hält dir den Krug an die Lippen. Das Teil kann sich nicht bewegen. Wenn es irgendwie klappt, flößt sie ihm das ein. Mit Gewalt. Zur Not. Jetzt nicht die nette Art und Weise, aber sie hat schon recht. Der unverdünnte Trank entfaltet sofort Wirkung bei Astanio und es tut, also eben hat es ja schon wehgetan, aber jetzt kannst du dich nach dem ersten Schluck oder nach dem ersten Runterschlucken sofort quasi, du scheinst von innen zu brennen und es tut ungeheuer. Also das ist wie das Gefühl, da von innen zu verbrennen gerade. Ja, in dem Moment, wo er anfängt zu schreien und sie auch merkt, dass er auch das letzte bisschen runtergeschluckt hat, machst du einen Schritt zurück. Er könnte jetzt zu Waffen greifen, das weiß ich. Und darauf ist sie gefasst. Jendrik steht genau neben Astanio, also an seinem Kopf und tut gar nichts. Er schaut einfach nur. Aber sein ganzer Körper ist angespannt. Lena lehnt sich noch mal mehr vor und drückt nur ein bisschen fest auf zwischen die Schulterblätter, dass er unten bleibt. Ihr habt da noch den anderen Krug vergessen, ihr Schlammeier. Sein Humor hat er nicht verloren. Guter Punkt, dann kommt jetzt der Krug. Und das Tadio windet sich aus und wendet sich aus Elenas Griff. Und reißt Osko den Krug aus den Händen. Das will Jandrik verhindern. Und flößt sich selber den Trank ein. Dann lässt er ihn. Geht doch. Feuer brennt in Astanio. Ist jetzt noch irgendwas über, für das ich auch nutzen könnte? Wahrscheinlich nicht, ne? Egal. Hat er jetzt beide Krüge getrunken und das Fläschchen? Ich hoffe doch. Naja, es war ja, das Fläschchen war ja aufgeteilt in die beiden Krüge. Also die eine Hälfte des Fläschchens. Na dann. Wenn der Schmerz dann langsam nachlässt, wird das Tanio von der Pritsche aufstehen. Wenn ihr mich entschuldigt, ich muss mal hinter den Busch und stürmt aus dem Zelt heraus. Du läufst quasi, als so, wenn du rausstürmst, in zwei Gestalten herein. Elurion und Bestalia stehen vor dem Zelt. Wenn sie mich entschuldigen, die Herrschaften, und macht eine leichte Verbeugung und quetscht sich an den beiden vorbei. Er hat was mit der Blase. Er ist schon älter. Anscheinend geht es ihm wieder gut, meint Elurion. Wenn es ihm mir gut ging, ja. Was ist passiert? Der Heiltrank hat gewirkt. Was führt dich her? Wir wollten nach Astanio sehen. Aber anscheinend. Und dich besuchen, Jandrik. Und, naja, mit dir unter vier Augen sprechen. Kurz. Er schaut zu den anderen, nickt dann aber und folgt. Vor dem Zelt angekommen,
seufzt Illurion einmal tief. Schaust in Mistalias ernste Miene. Lady. Kurze Frage, Jandrik, meint Illurion. Was hast du mit Borondria besprochen? Ich mit Borondria? Mhm. Wie meint ihr das? Naja, du hast mit ihr gesprochen gestern. Naja, sie hat mich zu sich gerufen. Was hast du mit ihr besprochen? Sie wollte wissen, wie meine Reise war. Ich habe es ihr erzählt. Nur ein Reisebericht? Ja, selbstverständlich. Sie hätte mich losgeschickt, eine Botschaft an jemanden zu bringen, und das habe ich getan. Siehst, wie Bestalia Illurion so in die Seite knifft und dann irgendwelche komischen Handbewegungen macht. Und er verzieht so das Gesicht. Sonst nichts? Keine Gespräche über das Orakel oder so? Oder über Orakel. Die Ostranmark? Ich bin ein einfacher Ungeweihter. Warum sollte die oberste Dienerin Borons mit mir über solche Dinge reden? Jetzt verdreht Bestalia die Augen so nach oben und macht so ein, stampft einmal auf dem Boden auf. Dreht sich von euch weg. Habe ich euch verärgert, Herrin? Dreht sich wieder um und schüttelt mit dem Kopf. Vielleicht kann ich etwas herausfinden, wenn ich das nächste Mal mit ihr spreche. Ich glaube nicht, dass das so schnell vorkommt, weil ich, wie gesagt, glaube ich, nicht der Richtige bin. Gibt es ein Problem? Nein, nein, nicht wirklich. Ich weiß auch nicht genau, was passiert ist. Aber sie hat ein Schweigergelübde ablegen müssen. Müssen. Mhm. Wer hat das veranlasst? Borondria. Sie selbst. Sie hat mit ihr ein Streitgespräch geführt über euch. So viel weiß ich, aber sie kann... Über mich? Ja. Warum sollte jemand über mich streiten? Außer der verrückte alte Mann mit der schwachen Blase vielleicht, aber sonst... Also Bestalia macht jetzt so ein Fragen. Wie gesagt, ich bin ein einfacher Botenjunge. Ich kann euch leider nicht helfen. Macht große Augen und nickt. Ich schaue sie freundlich an. Nun gut. Es wird seine Richtigkeit haben, wenn Borondria das so entschieden hat. Und etwas ungehalten wendet sich Bestalia ab und geht schon den Weg entlang zurück weg. Ich muss hier folgen, Jandrik. Wenn du noch irgendwas hast, was du mir sagen willst, dann... Naja, wir müssen noch einen trinken. Das hatten wir ganz vergessen vor lauter diesem Wahnsinn hier. Und er guckt in Richtung Z. Ich fürchte, ich muss ja jetzt beistehen, weißt du? Also, was... Aber warum sollte... Ich verstehe immer noch nicht, warum sollte Borondria sowas tun? Weiß nicht. Ich hatte gehofft, du könntest das aufklären. Ich, wie gesagt, es ist deutlich über meinen Kompetenzen, fürchte ich. Aber ich höre mich mal um. Du das konntest du schon immer besser als ich. Dafür konntest du mir im Kampf mit dem Rabenschnabel niemals das Wasser reichen. Darauf kommen wir noch zurück. Entschuldige mich. Selbstverständlich. Und hey! Hm? Du weißt doch, wir sind Brüder. Natürlich. Ich lächle ihn an. Ja, er wirkt sehr ernst gerade.
Und erwidert das Lächeln in dem Augenblick nicht. Man sieht ihm die Sorge ins Gesicht geschrieben. Ja, ich schaue ihm ernst. Also ich lächle natürlich weiter, aber meine Augen sind hart und schauen ihm hinterher, wenn er davon geht. Er folgt Stalia von Mersing. Ja, dann gehe ich wieder zurück zu den anderen. Was wollte Eluhion? Mich ausspionieren. Inwiefern? Wenn ich fragen darf. Politik anscheinend. Sie wollten wissen, was ich weiß. Aber ich weiß natürlich nichts. Natürlich nicht. Ich bin nur ein einfacher Bote. Ja. Der guckt sich jetzt um im Zelt. Und schaut, ob niemand zuhört. Er schaut, dreht extra noch mal kurz raus, um diesmal wirklich sicher zu sein. Und dann geht er wieder zurück. Borontria hat sie gezwungen, ein Schweigegelübde anzunehmen. Wegen den Dingen, die ich mit Borontria gesprochen habe. All die Dinge, die ihr schon wisst. Offensichtlich ist das alles so heikel, dass Borontria ihre ganze Macht nutzen muss. Wir sind hier in ein ziemliches Problem hereingestolpert, würde ich sagen, und wir können nichts davon einschätzen. Das bedeutet, wenn ich in den nächsten Tagen komische Dinge über Frauen sage, wundert euch nicht und seid mir bitte nicht böse. Er lächelt. Okay, und du meinst jetzt, du hast nochmal Borontria getroffen und du hast mit ihr das besprochen, was wir auch... Gestern Nacht, ja. Was wir am Wall und davor und so erlebt haben. Die wir schon wissen, Jendrik? Ich denke schon. Meinst du das mit deinem Traum damals, bevor wir die alte Dame besucht haben? Hendrik überlegt nochmal, was er ihnen wirklich gesagt hat, erinnert sich aber nach diesen ganzen chaotischen Tagen gar nicht mehr so genau und schaut sie dann an. Ich kann euch trauen. Nochmal geht er raus und schaut sich um. Dann geht er wieder rein. Ich habe eine Botschaft von Borontria an jemanden in den Schwarzen Landen geschickt, ohne es zu wissen. Mhm. Und diese Botschaft macht deutlich, dass etwas zwischen ihr und diesem Nekromanten nicht ganz mit rechten Dingen zugeht. Borontria und ein Nekromant. Die Vermutung hatten wir ja schon. Sie hat mir versichert, dass sie nun genau weiß, was zu tun ist, und ich traue ihr. Aber ich denke, dass viele vorhaben, diese Informationen gegen sie zu verwenden. Sie sitzt nicht mehr fest im Sattel. Deswegen muss ich vorsichtig sein, wem ich was sage. Und ich muss selbst noch herausfinden, auf welcher Seite ich überhaupt stehe. Okay. Du hattest erwähnt, diese Sache, dass sie mit Kemet einen Briefaustausch hatte. Und du hast mit ihr gesprochen. Und es ist nicht klar gewesen, warum sie diesen Brief geschrieben hatte. Weil sie alte Freunde sind. Oh. Das hat sie dir gesagt, ja. Glaubst du ihr? Ich glaube ihr, dass sie alte Freunde waren, und ich glaube ihr, dass sie alles versuchen wollte, um ihren Freund noch einmal auf die richtige Seite zu ziehen. Aber ich habe ihr sehr klar gemacht, dass es diese Möglichkeit nicht mehr gibt. Ich bin sicher, sie hat es verstanden. Mhm.
Aber diese Situation hier in diesem Heerlager ist so unübersichtlich und so gefährlich, dass wir vorsichtig sein müssen und uns sehr gut überlegen müssen, was wir zu wem sagen und auf welche Seite wir uns schlagen. Ich kann es schlecht einschätzen. Ich traue ihr. Aber ist sie noch stark? Hat sie überhaupt genug Macht, um das Heerlager zusammenzuhalten? Das alles weiß ich nicht. Deswegen werde ich versuchen, mich mit einer der anderen Fraktionen anzufreunden, um mehr herauszufinden. In dem Moment wird die Plane des Zeltes wieder zurückgeschlagen und Astanio kommt rein. Und wie viele Fraktionen sind damit involviert? Generell 3. Andre und ihre Leute, eine Gruppe von Männern, die der Auffassung sind, Frauen haben in der Kirche Borens nichts zu suchen, und eine Gruppe von Mystikern, die die Strukturen erneuern wollen. Und Gernot von Mersingen. Und der Markgraf selber, um den es vor allem um Macht geht. Dann sind es also 4 Strömungen. Wenn man so will. Ja. Aber ich habe irgendwie den Verdacht, dass der Markgraf und die freundlichen Männer Hand in Hand arbeiten. Aber das weiß ich noch nicht sicher. Zumindest scheinen sie ihm positiv gestimmt zu sein. Weil er ein Mann ist? Möglich und stark. Du bist abfällig von Elena. Auf jeden Fall ist mir bei dieser ganzen Angelegenheit plötzlich eingefallen, dass ich wirklich finde, dass Frauen hinter den Herd gehören. Er schaut euch grinsend an. Wenn du das meinst. Ich muss rausfinden, was hier los ist. Und was ich am besten kann, ist spionieren. Mhm. Wissen wir noch gar nicht, wie jetzt der Drei-Schwestern-Orden oder gar die Magier das Ganze mitbekommen und dazu stehen. Das Hin und Her wird ja auch nicht an ihnen vorbeigegangen sein. Das ist etwas, um was ihr euch kümmern solltet. Ja, das mit den Magern werde ja wohl ich am besten herausfinden demnächst, ne? Ich werde mal mit Perlan sprechen. Ja, Andrek, pass mal auf, dass du nicht in die politischen Mühlen kommst. Ich bin schon längst drin, fürchte ich. Eben kam mein alter Freund und wollte mich aushorchen. Er wird nicht der Letzte gewesen sein, der weiß, dass ich mit Borondria gesprochen habe. Wunderbar. Mein Vorteil ist, und das zeigt nur, wie weise diese alte Frau ist, dass ich nicht geweiht bin und mich niemand ernst nimmt. Verstehe. Perfekt. Ja, du kannst dich winden wie ein Aal, aber pass auf, dass du nicht entbehrlich wirst. Da müssen wir alle drauf aufpassen. Der nicht geweiht ist, kann unter die Räder geraten. Ich weiß. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie dich geschickt haben. Gehe ich recht in der Annahme? Das kann man entbehren. Es gibt keinen großen Aufschrei, wenn der nicht geweihte plötzlich aus der Kirche verschwindet. Vermutlich abgehauen, weil er... Und das Zahn spuckt auf den Boden. Ich hasse Politik. Aber da ist noch mehr als Politik, oder, Jandrik? Schaut sie an. Was meinst du? Und Mora blickt sich noch einmal von links nach rechts, als würde sie irgendwie abwägen, ob sie jetzt noch weiterspricht oder nicht. Eine Art Glaubenszwist, der über dieses Männerding hinausgeht. Eine Prophezeiung, die sie weiter in den Osten blicken lässt. Ist das nicht erstaunlich viel. Ist denn nicht noch etwas mehr, was du uns sagen möchtest? Ich weiß, was ich missen muss, um zu überleben, Jendrik. Ich brauche kurz ein bisschen Hilfe vom Spielleiter. Was für Hilfe brauchst du? Was da nochmal, was sie mir nochmal genau gesagt hat zur Prophezeiung. Die Prophezeiung hat zu tun mit dem großen Götterkampf. Jetzt bin ich wieder drin, ja.
Ihr erinnert euch an den netten Abend, an dem Astanio der Auffassung war, es wäre eine gute Idee, mir ins Gesicht zu schlagen, während ich gerade eine Wahnvorstellung habe. Ja, ziemlich gut sogar. Ja. Der Hand tut noch weh. Da hatte ich zum zweiten Mal einen Traum, von dem wir auch schon gesprochen haben, von drei Gestalten, die im Kampf miteinander sind. Offensichtlich sind diese drei Gestalten drei Totengötter, die um die Vormacht ringen. Drei. Drei. Diesen Traum kennt Boronderia. Sie kennt ihn. Um welche drei handelt es sich? Boron und? Sie hat es nicht gesagt, genau. Ich würde fast sagen, noch die dunkle Mutter. Das habe ich auch vermutet, ja. Das macht zwei, aber wer ist der dritte? Wenn ich von meinem Traum ausgehe, der Dämon, der Ippolita getötet hat? Niraven oder sowas heißt er. Ein Dämon, der sich in die Geschicke der Götter einmischt? Tagunitot ja auch. Was heißt denn die Geschicke der Götter, wenn sie um die Feuerschaft kämpfen? Oskar, du hattest doch auch schlecht geschlafen in der Nacht. Ja. Aber ich meine mich nur an die dunkle Mutter zu erinnern, die auf einem Thron aus Knochen saß. Ich habe versucht, den Traum zu verdrängen, um ehrlich zu sein. Das war die Nacht, an dem wir diesen Seelensammler, den dunklen Reiter, gesehen hatten. Ja. Mit dem verfluchten Dämonenpferd. Richtig. Ja. Naja, auf seinem untoten Drachen. Und das Pferd hatten wir ja bei uns. Die schlechteste Idee, ein dämonisches Pferd mitzunehmen, aber das ist eine andere Geschichte. Tja, ja, ist die Frage, ob wir irgendjemanden über die Träume informieren sollten. Oh, Andrea weiß es. Sie hasst die von unseren Träumen erzählt? Von euren nicht. Das meine nur von ich. Meinem. Das meine ich. Ich würde abwarten. Dann sollten wir das tun, aber naja. Andrea weiß, was ich gesehen habe, das muss erst mal reichen, würde ich vorschlagen. Es ist nicht gut, alle Karten gleichzeitig zu spielen. Das stimmt wohl. Vor allem, wenn wir nicht wissen, wer in Bälde dieses Heerlager führen wird. Ja. Das heißt, wohl oder übel, irgendwann wirst du dich auch für eine der Seiten entscheiden müssen, wenn du Teil des Ordens bleiben möchtest, habe ich recht? Selbstverständlich für die Männer, die Frauen hassen, für wen denn sonst? Das Zahnchen lächelt leicht. Ja, du verstehst aber, was ich meine. Ja, aber ich treffe keine Entscheidung, ohne wirklich zu durchblicken, was hier vor sich geht. Gut. Ich bin doch nur ein einfacher Botenjunge. Was soll ich mich jetzt schon entscheiden? Das stimmt wohl. Das heißt, wir sind vom Regen in die Traufe. Ja. Aber sowas von. Was haltet ihr davon, was essen zu gehen? Oh, da bin ich dabei. Ich habe gerade mega Durst. Irgendwie habe ich so ein Brennen in der Kehle. Ja, Boronderia hat sich doch für Astanio ausgesprochen. Was? Ich denke mal, solange wir. Jedenfalls wollte sie es. Was? Boronderia hat sich für Astanio. Ich muss mir dringend merken, dass ich in Zukunft einmal selber um das Zelt herumgehe, bevor ich Gespräche mit Leuten führe, die andere nicht hören sollten. Ich schaue dabei Mora eindringlich an. Das ist mir jetzt aber auch neu. Darf ich da mal eine Erklärung bekommen? Jendrik, ich versichere mich. Du hast selbst gesagt, dass du ihr misstraust. Du hast selbst gesagt, dass die Möglichkeit bestehen könnte,
dass sie mit Lucardus von Kemet unter einer Decke steckt. Und du meinst wirklich, ich lasse mir entgehen, wenn ihr unter vier Augen spricht. Wenn ich unser habe gedacht, Leben, unser Mora, du Leben traust vielleicht mir. Vertrauen ist gut, Jendrik. Kontrolle ist besser. Und wenn sie dich erwischt hätten, was dann? Es waren nicht meine Ohren. Aber ich jemand, der deine Feuer Ohren gesehen hat. Und habe getrunken mit dir. Das haben alle gesehen. Und du hast die Lügengeschichte gesponnen der Amazonen-Assassinen. Das haben auch alle gehört und gesehen. Und jetzt guckt sie dich ein wenig feixender an. Ich war dort, ich wurde gesehen, ich habe getrunken. Na dann. Ich habe keine Geheimnisse vor dir, Mora. Das ist gut. Und dafür sorge ich. Astania, um dich aufzuklären, damit du nicht platzt. Ich habe Borontia gebeten, mir zuliebe ein wenig nachzuhelfen bei deinem Urteil. Das ist natürlich die Frage, ob sie es getan hat. Das weiß ich nicht. Aber ich habe meinen Redekünsten nicht so sehr vertraut wie du. Und hast deine Pfeife durch die Zähne. Aber das ist etwas, was ich niemals wollte, dass du weißt. Nochmal ein böser Blick zum Mora. Und warum wolltest du nicht, dass ich das nicht weiß? Dass du sonst kommst du noch auf die Idee, dass ich dich leiden kann. Das wollen wir doch gar nicht erst einreißen lassen. Jendrik. Und er legt einen Arm auf deine Schulter. Du schuldest mir noch einen Wein, wenn du vergessen hast. Das ist eine gute Idee. Lass das und trinken. Ohne Zaubertrank, wenn ich bitten darf. Bist ja schon geheilt. Deine Stimme ist auch besser. Ich habe niemand richtig nachgesehen, aber falls ihr nachseht, die Wunden sind tatsächlich verheilt, bis auf einige dicke Narben, die noch zurückgeblieben sind. Wenn ihr dann tatsächlich nachschaut, dann zischt doch mal Astanio euch zu. Die bleiben. Wenn der Heiltrank nicht noch weiter wirkt und sie verschwinden lässt, bleiben die. Jetzt zieht er besser was drüber, bevor wir rausgehen. Und Astanio zieht sein Magiergewand wieder an. Also dann, meine lieben Freunde, wo ist der Schale Wein? Am Lagerfeuer. Ja. Ihr verdingt euch den Abend noch in etwas freundlicherer Stimmung, fröhlicherer Stimmung. Und am nächsten Morgen wollte Osko ja auf jeden Fall noch mit Perdan sprechen, habe ich richtig in Erinnerung. Oh, ja. Wenn du Perdan aufsuchst, der ist im Lazarettzelt, findest du ihn bei Kasmine. Und wenn du das Zelt betrittst, schaut sich Perdan zu dir um und winkt dich sofort heran. Ah, Osko, sehr gut. Hilf uns mal. Klar, natürlich. Trittst heran und siehst dann Kasemine, wie sie eine junge Frau irgendwie so im Arm hält und irgendwie zu ihr hörst dann, sie flüstern, bleib bei uns, bleib bei uns, bleib bei uns. Neben ihr liegt ein junger Mann, kleinwüchsig. Was ist denn hier geschehen? Man hat sie gefunden. Bei den Soldatenzelten nahe der Golgariten. Dann, wenn das die Gelegenheit zulässt, wird Osko sich einen Blick auf die beiden erlauben. Was ist ihnen zugestoßen? Der Kleinwüchsige ist verstorben schon. Das ist so eine starke Schnittwunde im Hals. Osko sieht noch einen Dolch, den man neben das Bett gelegt hat. Die junge Frau hat ebenfalls Schnittwunden an den Unterarmen und im Bauchbereich. Und es ist gerade, man sieht, wie Perdan halt seine Hände auf die Wunden drückt und versucht, die Blutung zu stillen. Und sie japst nach Luft. Und Kasemine sagt immer nur, bleib bei uns, bleib bei uns. Ja, da die Gelegenheit es ja jetzt auch gerade nicht ergibt, wird dann Osko nicht mit Perdan über das reden, was er nicht wollte. Wird dann halt
weiter assistieren. Das Ende vom Lied ist, obwohl ihr alles versucht, wird auch die junge Frau versterben. Zu stark sind ihre Verletzungen. Und dann sagt, dreht sich irgendwann Perlan um, lass es, Osko, lass es. Es bringt nichts. Wer hat das getan? Wahrscheinlich ein Streit. Osko würde ihr dann die Augen schließen. Schaust rüber zu Kasimile, die hat einen Tränen in den Augen. Ganz schaut dich dann an. Schaut so einen ganz ernsten Blick. Entschuldigung, Perlan, kannst du uns kurz allein lassen? Klar, ich muss mir noch die Hände waschen. Der ist noch keine drei Schritt weg. Lässt Kasimine die Frau endgültig los. Was? Osko, hast du jemandem erzählt, was ich gestern mit dir besprochen hatte? Osko schüttelt mit dem Kopf. Das ist die Frau, von der ich gesprochen habe. Die gestern schon mal hier war. Siehst du die Schürfwunden am Unterarm? Hab ich verarztet gestern. Jetzt ist sie tot. Ich hab's niemandem erzählt, nein. Aber ich denke, ich werde nochmal dringend mit Mora sprechen müssen. Und mit diesen Worten verlassen wir die Rabenmark. Heute. Was? Chapeau. Oh mein Gott, nee. Was für ein verdammter Plot-Twist mal wieder. Warum wundere ich mich überhaupt noch? Ja, herrlich. Oh nee, ey. Sehr schön gespielt, fand's gut, ja. Könntest du schon mal wieder die Aufnahme stoppen, Quali? Ei, Recording stopped. Hey, da wird's gar. Eieiei. Soll auch nicht langweilig werden, ne? Nee. Ist gemute, Quali. Soll nicht langweilig werden, nein. Vom Regen in die Traufe, ja, ne? Oh ja. Vom Regen in die Traufe. Ich kann's nur wiederholen. Müssen wir mal ernsthaft ein Wörtchen drüber reden? Ja, wir werden beim nächsten Mal werden wir erfahren, wie das Ganze aussieht. Ich habe leider nur die letzte Stunde mitbekommen, die war klasse. Danke, Sternenstunde. Sternenstunde, ja. Wenn du magst, kannst du gerne die ersten Folgen alle noch nachholen, entweder als Podcast, irgendwie auf den üblichen Seiten, Spotify, iTunes oder was auch immer du nutzt, oder halt auf meiner Koala-Homepage. Oder du schaust auf YouTube die letzten Folgen. Da gibt es ja auch noch als zum Nachschauen. Allerdings habe ich eine schlechte Nachricht für euch. Weiter geht es nicht am 20., also nicht in 2 Wochen, sondern erst in 4 Wochen. No! Aber das ist genug Zeit, um alles nachzuholen, was ihr verpasst habt, falls ihr jetzt neu eingeschaltet. Ja. Weil am 20. haben wir leider andere Sachen noch zu tun, einige von uns, und deswegen muss es da leider ausfallen. Ja. Aber in 4 Wochen geht es dann hoffentlich an der Stelle dann auch weiter. Dafür wird die nächste Runde dann besonders schön. Ja, ich hoffe, Sarah, das war deinem Charakter zuträglich, die ganze Sache jetzt. Absolut, absolut. Das hat sich ja über ein bisschen angekündigt, letzte Folge schon. Und immer mal wieder, wenn man jetzt vielleicht auch diejenigen, die jetzt anfangen, das nochmal nachzugucken, werden auch den einen oder anderen versteckten Hinweis dann noch sehen oder hören. Ja, aber ich denke, das findet sich bald. Mhm.
Ihr habt im Lager noch einiges tun. Ich kann auch nicht versprechen, dass sich das alles sofort auflöst. Also das ist so. Mal schauen, je nachdem, was Osko aus der Sache macht. Es ist ja nur Osko, der bis jetzt davon weiß. Ja, spannend. Kommen die Schattenseiten ans Licht. Langsam. Kann ja schon mal zumindest an die Leute, die uns gerade noch zuhören, sagen, die anderen Spieler wissen von nichts. Ja. Natürlich nicht. Mora ist eine ziemliche Schattengestalt. Ja, gut. Astanio wurde heute zwangsgeheilt. Das war so klar. Bei Astanio steht auf jeden Fall noch ein Gespräch mit seiner neuen Chefin an. Yep. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch durchziehen. Jandriks Spionageplan finde ich auch sehr, sehr interessant. Oh ja. Ich freue mich schon auf die erste Szene, wo Elena das dann nicht mehr erträgt, dass er so gegen Frauen wettert. Denn wenn man jemanden damit zur Weißglut bringen kann, dann wohl eine Amazone. Ja, deswegen ist ja angekündigt. Ich dachte mir, wenn ich das jetzt einfach so mache, dann gibt's Probleme. Dann gibt's die zweite gebrochene Nase bei Jandrik. Ja, aber ich glaube, Elena ist dadurch, dass sie über 10 Jahre nicht mehr bei den Amazonen war, aber fast 20, ist sie da abgebrühter, entschärft. Also. Ja, aber selbst wenn sie weiß, jemand anders sagt. Dass selbst wenn das Jandrik ja jetzt angekündigt hat, dass er sich verstellen muss, muss sie ja trotzdem entsprechend reagieren. Ja, das stimmt dann schon. Ja, das wird dann auch so ein oh fuck, ich sollte mal einen Kommentar machen und lass mal kämpfen, Nase. Junge. Lass mal kämpfen. Das wär's noch so. Ich sehe Jandrik schon mit mindestens einmal an einer blutigen Nase, ja. Ist er ja inzwischen dran gewöhnt, ne? Berufsrisiko. Ja. Aber in der Amazone gibt es, also Elena wird sich dann nicht die Nase blutig schauen, die wird ihnen sagen, hier, du sagst, ich soll in dein Herd, ich sag dir, du sollst in dein Herd, du kannst nicht kämpfen. Dafür muss der Arm erstmal aushalten, du hast ja keinen Halbtrank abgekriegt. Ja, naja. Ihr habt mich gezwungen, das Zeug auszutrinken, ich habe da nur den letzten Schritt gemacht. Womit? Mit Recht. Elena hat halt nicht geschaltet. Das war so ein. Bis dass ich sie schalten, sie kümmert sich jetzt erstmal um Astanio. Ja. Ist auch ein sehr, sehr gute Szene heute mit Osko und Casimine. Oh ja. Sehr schöne Szene. Sehr, sehr traumhaft. Sehr, sehr, cool also sehr, sehr schön. Von Kakko. Ich bin klasse. Immer wieder überrascht, wie coole Sachen ihr von euch selber aus reinwürfelt. Ja. Ich habe auch fast alle kleinen Szenen untergekriegt, die ich heute vorhatte. Ja, ganz cool. Bin zufrieden. Ich bin zutiefst zufrieden, ja. Vielen Dank auch nochmal an die Leute, die hineingeradet sind. Danke, danke. Zweimal. Genau, zweimal. Ich werde in dieser guten Tradition. Dankeschön fürs Koala-Kraulen auch, ja. Das ist immer sehr, sehr gut. Ich werde euch auch weiterschicken. Und ich gucke direkt mal, wohin ich euch denn schicken kann. Ist da doch irgendwie was? Ich habe jetzt so. Ah ja, ich weiß was. Ich schicke euch in ein bisschen in die Westernzeit. Da gibt es Rollenspiel in der Welt von Red Dead Redemption 2. Mal schauen, ob ihr da Lust drauf habt. Lasst schöne Grüße da. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Schade. Wobei. Aber ihr könnt ja auch mal da gucken. Oder da gucken. Macht das mal. Lohnt sich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.